Hallo und herzlich willkommen zu Fabcast, dem Flesh and Blood Podcast. Wir sind's wieder für euch, Benny und André. Moin, moin. Es ist heute wieder unsere Lieblingszeit des Jahres und zwar ist es Quizzeit. Ihr habt richtig gehört, Oha. liebe Leute. Ich bin wieder euer Quizmaster, der liebe André. Und der Benny ist auch am Start. Aber wir haben natürlich ein lang erwartetes Rematch, oder? Ja. Wuff. Wuff, so sieht Wuff, das genau, aus. da sind Wer, sie schon. Benny, stell doch mal deine Gegner vor. Meine Gegner sind wieder In der der linken Ringecke. der Taunusblick, aka Kevin, und der Kickern, aka Christian. Teamname war 90, 60, 90 und das andere Bein auch, glaube ich, ne? Ja. Ja. Willkommen zurück. Danke. Bitte. Was ist, lasst du noch über euren Teamnamen? Ja, der ist auch wirklich schön, sag ich mal. Also, Okay, falls ihr ja. heute gewinnt, überlege ich mir, euren Teamnamen zu tätowieren. Und das ist Sehr ja das gut. Rematch gegen die Guardians of Soul. Ja. Zwei in dem Fall, weil der Freddy, mein letzter Teampartner, der ist nicht mehr so deep drin. Und dann hat er gesagt, komm, das macht irgendwie keinen Sinn, da jetzt ein Rematch zu machen. Ich habe da momentan nicht so Ambitionen bei Fab. Dann habe ich mir ein Community-Mitglied eingeladen, den Flo. Der hat uns auch so schon mehrfach supportet, unter anderem auch mit dem Kamerastativ. Moin, Flo. Ja, moin zusammen. Herzlich willkommen, lieber Flo. Ja. Und Gut. genau. Dann würde ich mal sagen, Guardians of Soul 2, habt ihr einen Kampfschrei? Nee. Nee, okay. Das ist mir Team 90, zu. 60, 90 und jetzt das andere Bein. Habt ihr einen Kampfschrei? Nehmt Drogen, Kinder, ganz wichtig. Okay. Ey, wir sind doch hier Sehr schön, voll. sehr schön. Wir haben doch Hört voll ihr mich die eigentlich noch? Bildungsaufgabe Ja, wir hier. hören dich sehr Ja, gut. genau. Weil es aber nicht brandsafe, ne? So, ihr Lieben, also ich werde einmal kurz auch für die HörerInnen die Regeln erklären und danach kann es schon losgehen. Also, wir haben zwei Teams, einmal die Guardians of Soul 2 und einmal Team 906090 und jetzt das andere Bein. Jedes Teammitglied hat Buzzer und darf bei der Frage buzzern. Dabei ist es wichtig, dass nur einer pro Team immer, also nur einmal gebuzzert werden darf. Heißt, wenn der Benny buzzert, darf nicht auch der Flo nochmal buzzern. Und wenn jetzt zum Beispiel der Kikan buzzert, dann darf der Kevin auch nicht buzzern. Dann, Gott. ja. Ich hasse uns jetzt beide schon, Alter, wir werden so verkacken, Mann. ey. Ja. Das ist ja nicht schlimm. Also, es wird vier Kategorien geben, die ich gleich vorstelle. Da dürft ihr euch verschiedene Fragen aussuchen mit verschiedenen Punktwerten, ähnlich wie bei Jeopardy oder dem Nerd-Quiz von Rocket Beans. Kennen wir ja alle. Ich Wenn nicht. man die Frage, na gut, du kennst ja auch gar nichts, von daher. Ist richtig. Außer Flesh and Blood. Mit Flesh and Blood kennst du dich ja aus. Das ist ja das Gute. Ja. Genau, also wenn du jetzt eine 100-Punkte-Antwort richtig hast, kriegst du 100 Punkte gut geschrieben. Wenn du sie falsch machst, kriegst du 100 Punkte abgezogen. Es gibt, du kannst in den negativen Punktbereich kommen. Ja. Das kennen die Kollegen zu gut. Korrekt, ja. Man darf diesmal, anders als im letzten Quiz, nicht nachbuzzern. Also das heißt, wenn man einmal eine Antwort gegeben hat, darf das ganze Team für diese Frage nicht mehr buzzern. Das andere Team kann dann aussuchen, ob es nachzieht. Ja. Dann würde man aber nur die Hälfte der Punkte bekommen. Ist die Frage falsch, würde man aber auch nur die Hälfte der Punkte abgezogen bekommen. Wer am Ende des Spiels gewinnt, der, ja, hat dann die meisten Punkte. Ne? Also, Und hat ne, wer die gewonnen. meisten und hat gewonnen, ja. Es wird auch zwei Joker geben. Und zwar hat jedes Team einmal den Joker Showtime. Den darf man nutzen, nachdem eine Frage gewählt wurde. Und ein Gegner, wichtig, nicht Team, sondern ein Gegner, muss die Frage ohne Hilfe beantworten, aber nicht in der Spezialkategorie. Was diese Spezialkategorie ist, erkläre ich gleich nochmal. Und das gibt den Joker Think Below. Das darfst du benutzen, bevor eine Frage gestellt wird. Und du darfst für eine falsche Antwort bei der nächsten Frage kriegst du keinen Punktabzug. Das heißt, da kann man mal vielleicht bei einer 500 oder bei einer 1000-Punkte-Frage kann man mal sagen, hier, Think Below und dann gib ihm. Sind soweit noch Fragen offen? Nee. Nee? Learning by doing. Nö, das Durcheinander kommt dann wieder im Ja. Feld.
Meine Frage ist, wie habt ihr euch auf das Quiz vorbereitet? Babbel App. Aha. Was für eine App? Die Babbel App. Erklär Ah. mal. Das ist so eine App, die kannst du downloaden. Und Wie die coolen Kids sagen. die zeigt dir halt immer jeden Tag eine Karte mit Black Screen. Also du siehst nicht, welche Karte das ist. Und die vier Stats in den Ecken sind halt auch unsichtbar. Ach, das ist ja Und dann musst du cool. schrittweise erraten, indem du die Stats da veränderst und am Ende auch versuchst, den Namen zu erraten, welche Karte das ist. Und jedes Mal, wenn du irgendwas, nach jedem Try, den du gemacht hast, siehst du ein bisschen mehr von der Karte, so schnippchenartig. Ja, Okay, also ich und wie lange glaube. benutzt du diese App? Wie bitte? Wie lange benutzt du jetzt diese App? Alter, keine Ahnung. Sag bitte seit Drei dem letzten Monate? Quiz. Ach so. Ach du Scheiße. Wie heißt Babbel. die? Babbel, ja. Babbel. Ja, die hatte hier Brody Spurlock mal in irgendeinem Stream von irgendeinem Calling oder Dings auch mal. Aha. Da hatten die da auch mit romantiert. Geil. Tja. Ja, und Benny, wie war dein Trainingscamp? Also Erzähl ich habe mir mal. bloß versucht, alle Karten anzugucken. Hab dann bei Crucible of War aufgehört und hatte keinen Bock mehr. Da hast du dann aber stark, Und Benny, stark. bei welchem Set hast du angefangen? Bei Crucible. Nein, bei WTR. Stark, Benny, Hab stark. mir nochmal alle Heroes angeguckt. Also wie viele Heroes es gibt, welche und so weiter, welche Living Legends sind. Sowas habe ich mir mal angeguckt. Das ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Tage her, tatsächlich, dummerweise. Ja. Hast du mit dem Dann. Flo denn trainiert? Habt ihr da irgendwie versucht, euch zu synchronisieren? Nein, Ich habe immer ich wurde dazu gezielt gezwungen, die ganzen nachgefragt. Lore-Podcasts nochmal zu hören. Ah ja. Wurde dreimal dazu schriftlich aufgefordert, die Lore-Podcasts zu hören. Also der Druck ist überhaupt nicht auf unserer Also Seite. schriftlich im Sinne von per Brief oder? Mit Durchschlag und Glaube ich. Was war das? Ich Einschreiben. wollte, Einmal dass für du die alle Akten. Lore-Folgen hörst und was solltest du noch machen? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, Ja, stimmt. ich habe ihm irgendwie zwei, dreimal sowas gefragt und gesagt, dass das eigentlich sollte man das ja mal machen. Klar. Sauber, Benni. Hab's aber selber auch nicht Hat denn geschafft. hier irgendjemand was über Lore gelesen? Ja, selbstverständlich habe ich alle Scheiße, stimmt, das ist Lore-Folgen ja auch. Ja, nachgehört. aber ich sag, Ich ja, nee, es gibt ja neue Kategorien. Ah, Genau. toll. Ja? Gott sei Dank. Also es sind Oh. zwei altbekannte dabei. Aber es, ich, ja, natürlich habe ich mir neue Kategorien ausgedacht. Ich bin doch Hauptsache gemein. nicht, wie hieß die mit den Zitaten? Die wird natürlich auf jeden Fall kommen. Oh Gott. Sehr geil, Flavortext. Ja, gut. So, alles Okay. klar. Ich stelle euch jetzt auch mal die Kategorien vor. Und zwar gibt es einmal unser Fabulous Five. Kennen wir aus der Wie letzten tiefwohl. Folge und lieben wir. Dann haben wir einmal Ne, die was ist Fabulous gemischte, Five? ja, ich nenne euch fünf Fakten und dann wird zum Beispiel gefragt, welche Karte ist gesucht, oder welchen Hero suche ich. Genau, ich nenne euch fünf Fakten und dann müsst ihr quasi buzzern, wenn ihr das wisst. Dann gibt es die Kategorie gemischte Tüte. Da kann natürlich, wie auch in unserem Podcast-Format, alles drankommen. Gemischte Tüte halt. Dann habe ich noch die Kategorie Sets Sells. Kleiner Wortwitz. Da ist alles rund um Flesh and Blood Sets. Also da kann Okay. alles drankommen. Und Boah, dann gibt es Dead noch mal Cells, noch ich brech ab, Fle die Alter. letzte Kategorie ist Fleisch und Blut. Da kann man sich vielleicht denken, was da vorkommt. Oh, sind das Übersetzungen von Karten? Und wir müssen erraten, welche Karte das sein könnte? Das sage ich jetzt nicht. Oh, ui, ui, ui. Ah, Und freue ich mich natürlich ja ist die drauf. Spezialkategorie Ich kenne nur lustiges Schnapper. Zitate raten. Oh Gott, Gott. ja. Nach je fünf Fragen kommt, also wir spielen alle Fragen durch. Wir haben vier mal fünf, also vier mal fünf Fragen, das sind 20. Nach je fünf Fragen kommt eine Frage aus der Spezialkategorie. Und nachdem die Spezialkategorien abgefrühstückt sind, haben wir dann einen Sieger. Ja, Gut, ihr ganz Lieben. fantastisch. Dann dürfen die Gewinner vom letzten Mal aussuchen, ob sie anfangen oder ob sie das Recht abgeben, das Recht auszuwählen. Die Gewinner vom letzten Mal dürfen aussuchen, ob sie anfangen oder ob sie das Recht anzufangen abgeben. Boah.
Flo, ich bin jetzt schon mit der Frage überfordert. Also du bist jetzt schon mit der Frage Also die Gewinner vom letzten Das Mal. Wer hat letztes geht Mal ja einfach geil an? aus. Wir gehen Warte einfach mal, mal warte das. mal. Ich habe noch eine Frage. Wie war nochmal die Joker? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich hab's mir extra Okay, aufgeschrieben, wie so ein dann Depp. nochmal, also Showtime, nachdem meine Frage gewählt wurde, ein Gegner, nicht Team, Okay. muss diese Frage beantworten ohne Hilfe, aber Sehr nicht in der gut. Spezialkategorie. Ja. Und Think Below, nutzbar, bevor eine Frage gestellt wurde. Es gibt für die falsche Antwort bei der nächsten Frage keinen Punktabzug. Ja, Okay? cool. Okay, wir fangen jetzt an. Wir fangen jetzt einfach mal an mit Fabulous 5 200. Fabulous 5 für 200, alles klar. Alles klar. Ich suche eine Karte. Hände Die Buzzer an, sind noch ja, gelockt. die gebe ich jetzt frei. Hände an die Buzzer. Die Karte ist, ne? Aus Monarch. Ich buzzer nicht. Ich Verrückt. weiß es. 200 Karten und mehr. Der Name Nur besteht aus zwei zwei Wörter. Wörtern. Oh Gott. Karte ist ein Equipment. Gibt's mehrere? Karte hat Battle Worn. Was ist der Filter da nochmal? Benjamin. Gallantry Gold. Gallantry Gold. Das ist leider Richtig. falsch. Was? Also minus 200 für die Guardians of Sol Oh 2. nein. Oh, jetzt hast du schon Minuspunkte Ja. eingebracht. Danke. Ich dachte, ich bin's jetzt. Das war Also, der Druck des die Anfangs. Guardians dürfen nicht mehr buzzern. Die 90, 60, 90 haben Zeit, das nächste zu hören. Und zwar ist der letzte Punkt ist ein Runeblade-Equipment. Wie heißt das Ding? Ich lasse jetzt mal einen 10-Sekunden-Timer laufen. Ei, die Brustrüstung, verdammt, wie heißt das Ding? Fünf, Das ich Legendary-Ding. weiß Kikan. es. Wie Zwei, heißt das Griechisch? eins Mir fällt der und Name nicht ein. Ich aus. weiß es. Ich kam nicht mehr Okay. drauf. Ich kam auch Darf ich nicht drauf. lösen? Ich Einfach auch so? nicht. Benni, möchtest du? Ja. Ether Iron Weave. Und es wäre das Nein. Other Iron Weave Ehrlich? gewesen. Ich hab Ja. gedacht, oh, ich hab, ah nee, ach scheiße. Das andere Ding, was für sechs blockt, ist ja ein Shadow-Equipment. Das ist Das ist kein die Rune. Carrion Husk. Ist Ja, es die hat eine Shadow? Hat doch Flame. kein Die Carrion Blade. Husk, danke. Ganz Oh. genau. Gut, dass es falsch war. Ja. Ja. Damn. Flo, da Gut, musst du das dann. aber gleich besser machen, ne? Ja, Ich gehe wieder aber jetzt zurück. wirklich. Und Team 90, 60, 90 ist dran mit einer Kategorie. Kika, entschloss dir den Vortritt. Ja, ich glaube, wir nehmen mal Fabulous 5 500. Boah, der Fabulous will's 5 wissen. für Du bist ja 500, alles verrückt, ey. klar. Alles Dann, ich klar. suche schon wieder eine Karte. Oh, Hände an die natürlich. Buzzer. Oh Gott. Dann der erste Fakt. Die Karte ist aus Crucible und Heavy Hitters. Hä? Gibt's? Oh, ich trau mich nicht. Der Kartenname besteht aus zwei Wörtern. Hä? Kickern. Ich Wie? sag Mandible Claw. Mandible Claw. Das ist Das. leider nicht richtig. Oh Oh! Gott. Leider nicht richtig. Flo, Das wir heißt warten minus mit dem Buzzern. 500. Wir 90, warten mit dem 60, 90 Buzzern. darf leider Ja, nicht mehr dann sind buzzern wir. und die Guardians dürfen sich einmal in Ruhe den Rest anhören. War aber nicht Und dumm. zwar deine Tech-Wert von 2. Karte ist ein Equipment. Ich bin einfach so dreist. Centauri Saber. Centauri Saber, da gucken wir mal. Karte ist eine Einhandwaffe. Ja. Centauri Saber. Die Waffe ist Das ja auch schon heißt, bekannt. Ist aber nicht 250. abwegig. Das heißt, ja, nö, Der wegen also. Kasai. Ja, aber Kaio ist ja auch drinne. Ich weiß, deswegen, und ich hing die ganze Zeit bei Kaio. Ja, also Team das war so ein 90, bisschen 60-90. 50-50. Genau. Ja. Ja, Ja. genau. Also die Guardians kriegen 250 Punkte nur, weil sie nachgebuzzert haben. Das heißt, die Guardians sind jetzt auf plus 50 Punkte. Und dann dürfen auch, glaube ich, die Guardians direkt wieder wählen, ne? Ich bin. Komm. Set Sales für 100.
Sets, Sales, Flo. Achso, Moment, stopp. Ja. Flo darf. Wir machen einen Wechsel. Okay, wir machen mal die lustige Kategorie. Ja. Ne? Da freut der andere sich wahrscheinlich am meisten drauf. Wir machen Fleisch und Blut 200. Fleisch und Blut 200, alles klar. Oh no. Bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Also, ich clear die Buzzer einmal. Buzzer sind freigeben. Frage. Benenne den vollständigen Namen folgender Karte auf Englisch. Den vollständigen Namen, ja? Oh Gott. Hände an die Buzzer. Schnappdrachenschuppen. Snapdragon's Gate. Moment, Taunus blieb bei der Erste. Also, ja, Kevin. Aber das ist eindeutig Snapdragon-Scalers. Snapdragon-Scalers, dann gucken wir, was das richtig ist. Das kennen wir, das mögen wir. Dann gibt es plus 200 Punkte für 90-60-90 und somit steht es minus 300. Ey, Kikan, hast du nicht mal gebuzzert in der Zeit, wo wir gebuzzert haben? Er hat ich habe ja gesehen, dass Kevin das schon gerockt hat. Ach so, okay. Ja, das ist schon Teamplay. Da merkt man schon, dass ihr synchronisiert seid. Ich muss hier ein bisschen, bei meiner Bambusleitung muss ich Daten schonen. Ah, okay. Ja, Bambus ist ein guter elektrischer Leiter. Aber das war fair. Snapdragon Scalers, die kennt eigentlich jeder. Das war eine faire Frage für 200. Ich bin froh, dass ich das beantworten konnte. Damit bin ich hiermit schon zufrieden für euch. Also, Spoiler, ich gebe euch einen Tipp. Die Fragen werden schwerer, je mehr Punkte sie geben. Tatsächlich. Nein! Krass, ne? Ja. Mind-blowing. Ich bin total schockiert. Ja, kann ich verstehen. Aber Kevin, du hast schon unsere einzigen Punkte geholt. Das ist, reicht schon. Wir sind trotzdem schon im Minus. Also besser als letztes Mal. Ja, das ist wie bei mir auf dem Konto. Also von daher. Ja. Das kenne ich. Alright. Dann dürfen Team 90-60-90 auswählen. Oh, das bin diesmal ich, ne? Ach komm, gemischte Tüte für 500. Da haben wir jetzt unsere allererste Schätzfrage. Ihr bekommt 10 Sekunden Zeit. Oder sollen wir lieber 20 sagen? Weiß ich nicht so genau. Ja, mach mal 20 bitte. Mach mal 20. Ich bin langsam und dumm. Alles klar. Dann mach mal, oder ich mach eine halbe Minute. Und dann können wir ja immer noch verkürzen, wenn wir merken, dass das dick gereicht. Genau. Alles klar. Ich mach gleich schnell. Dann, die erste Schätzfrage des heutigen Abends lautet: Wie viele Fab-Stories sind im Jahr 2023 von LSS released worden? Also auf der Website fabtcg.com steht ja unter Stories, also unter Lore stehen ja die Stories, ne? Ja. Also die wir auch in der Lore-Folge hatten zum Beispiel. Wie viele sind im Jahr 2020 insgesamt released worden? Ab wann läuft die? Die Zeit läuft ab jetzt. Wir müssen uns beraten, ne? Müsst ihr nicht. Ihr könnt doch auch Telepathie verwenden oder so. Das ist mir egal. Okay. Ihr könnt auch ruhig sein. Dann hören die ja alles. Ja, wie ihr wollt. Also, ihr habt jetzt 10 Sekunden fertig. Ihr könnt natürlich auch gegenseitig schreiben. Ist mir egal. Oh, keine Ahnung. Ich habe eine ungefähre Idee. Noch 10 Sekunden. Ey, shit, wo ist der? Bitte einmal die finale Antwort. Oh, ich weiß. In 3, 2, 1. Okay. Lest den Kram tatsächlich. So, aber, also von Team. Alles klar. Der Christian hat 12 geschrieben. Natürlich sollte eigentlich. Also eigentlich sollte jedes Team per Direktnachricht eine Antwort schicken, nicht zwei. Ach so. Aber ist egal. Woher soll ich wissen, wie soll das denn gehen? Ist nicht schlimm. Alles gut, ist nicht schlimm. Jeder schreibt. Dann. Christian hat 12 geschrieben, Kevin hat 11, Benny hat 11 und Flo hat 26. Da hätten wir viele Lore-Folgen, ey. Ich bin dafür, André, wir nehmen den Schnitt. Wir nehmen den Schnitt. Also, was ist der Schnitt? 12 plus 11 plus 11 plus 26? Kann jemand Mathe ganz schnell? Nein, den Schnitt pro Team. Ach, den Schnitt pro Team, na gut. Das wären bei Kevin 11,5. Ja, 11,5, okay. Und bei Benny und Flo wären das. Wir machen Einzelantworten, weil es sich technisch gar nicht anders machen lässt. Danke. Alles gut. Da kommt der Benny wieder durch. Fand ich nicht witzig. Die richtige Antwort ist, also einer hat es komplett richtig. Ach komm. 11? 12. Oder nee. Das wären ja zwei. Der Christian hat recht.
12 Stories. Come on, Alter. Glaube, dass wir beide an 11 sogar. Das 500 ist gut geschrieben. Sehr knapp, ne? Ja. Das heißt, ihr habt einmal plus, also der Zwischenstand ist plus 200 für 1960-90 und für die Guardians ist es plus 50. Es ist noch 26 finde ich nicht schlecht. Ja, 26 ist stabil, auf jeden Fall. Ey. Also ich war mir jetzt, das war wirklich geraten. Oder ich, war, ja, also, ist das also, zwar, super. Aber ich vielleicht keine meinte Ahnung. Der Flo auch ja. Artikel. Wer zählt das denn? Ach so, ich habe die Frage falsch verstanden. Und zwar habe ich mir überlegt, so pro Set, wie viele Stories werden so pro Set im Schnitt rausgeballert? Und dann so 3 bis 4 oder so, habe ich mir gedacht. Sets gab's, habe ich einfach multipliziert. Ja, es gibt doch immer so pro Held eine, oder? So ungefähr. Ja, so irgendwie. Nee, tatsächlich haben die Sets verschiedene Stories. Also ungefähr 3 pro Set, das war schon richtig. Okay, und ich dachte, krass. bis 2023 veröffentlicht. Nee, im Jahr 2023. Ah, okay. Ach, da war der Fehler. So, in der ersten Runde haben wir noch eine Frage und dann kommen wir zur ersten Spezialfrage. Okay, wie ist der Zwischenstand nochmal? Der Zwischenstand ist 50 für die Guardians und 200 für 1960. Okay, ich nehme jetzt was Leichtes. Dann tu das. Ich bin dran, ne? Fleisch und Blut für 100. Fleisch und Blut für 100. Ich kläre mal einmal die Buzzer. Gut, dann möchte ich gerne von euch wissen, Hände an die Buzzer. Mhm. Benenne den vollständigen Namen folgender Karte auf Englisch. Erleuchtender Schlag. Kevin. Enlightened Strike. Ganz genau. Enlightened Strike. Alter, E-Strike Kevin, hätte nicht gegolten. Das heißt, ihr bekommt nochmal plus 100. Und ihr seid dann. Wir haben nicht mal gebuzzert. 300. Das ist dann der Endstand der ersten Runde vor der ersten Spezialfrage. Ja, kommt, Leute, also da war ja jetzt doch wirklich easy, oder? Ja, ich wusste nicht, ob es Enlightened Strike oder Enlightened heißt, ne? Das war ich mir 100% sicher. Ich habe gerade einen verkauft, deswegen. Okay. Hey, Lieben, und wie fühlt ihr euch? Schlecht. Schlecht, weil ich ein Whiteboard in Leipzig. Ich hätte gerne 1000 Punkte Führung. Ah ja, okay. Aber so langsam werdet ihr warm, ne? Ja, bestimmt. Ja, gut, komm, dann spielen wir. Das ist jetzt mal so abgesicht. Jetzt sind wir einmal in Führung. Das wird nicht lange halten, keine Sorge. Jetzt müssen wir, pass auf, Kevin, hält noch alles drin. Jetzt ist ganz wichtig, Kevin, hinten kackt die Ente, defensiv spielen. Haben kommt von halten, ne? Ja. Okay. Genau. Okay, dann kommen wir zum Abschluss der Runde 1 zur ersten erstmal meine Kehle. Spezialkategorie. Mach das. Oh. Und zwar, Spezialkategorie, natürlich wieder fabelhafte Zitate. Natürlich. So, okay. Aber diesmal gibt es 2 Kategorien von Fragen. Es gibt eine neue Kategorie innerhalb fabelhafter Zitate. Und zwar, von welchem Held oder von welcher Heldin stammt folgendes Zitat, also in der Lore? Oh Gott. I will aid Solana in its time of need, just as I know Solana will aid us in ours. Oh. Geben die eigentlich auch Minuspunkten? Ja, klar. Boah. Wasser sind freigegeben. Ich kann's mir denken. Also nochmal, von welchem Helden oder von welcher Heldin, ich weiß, ich habe deine Frage optisch falsch gegendert, aber ist mir egal, stammt folgendes Zitat. I will aid Solana in its time of need, just as I know Solana will aid us in ours. Boah, hab ich keine Ahnung. Boah, das kann. Ich würde sagen, noch 10 Sekunden. Ich da halte ich mich zurück, das ist mir zu heiß. Ich pendel zwischen zwei, ich weiß es nicht. Ich würde. Flo, sehr gut. Ich rate mal, Sir Bolton? Sir Bolton, Hast du eine Idee, wann er das gesagt haben könnte? Nee, keine Ahnung. Also 1884 nach dem Gipskrieg. Ja, ja, richtig, genau. Richtig. Gucken wir mal, ob das richtig ist. Und die Antwort ist leider falsch. Es ist nämlich Bravo gewesen in unserer Podcast-Geschichte, Benny. Ne? Keine Ahnung. Unity in Light. Da werde ich meine Lebzeit drauf. Das heißt, nochmal minus 200 Punkte. Das heißt, sind wir bei minus Kevin, 150. Wir erledigen sich von selbst. Also, so wie wir. Der Endstand. Wieso sind wir bei minus? Moment, es triggert André, noch eine Bonusfrage. André, wir hatten 50 Punkte. Ja,
Das war doch ein 200er. Warum haben wir minus 250 jetzt? War das eine 200er Frage? Ja, dann habe ich immer noch minus 150. Das stimmt, ich kann kein Mathe. Boah, Alter. Ey, Leute, da müssen wir auch noch auf den Zettel gucken, den wir nicht sehen. Unglaublich. Der wiederholt es auch noch rotzenfrech und meint, er hätte es richtig. Das ist unglaublich. Ich kann halt kein Mathe. Ja, naja. Und jetzt die 300 Punkte kriegen wir. Aber ja, nee, die Bonusfrage habe ich schon gespoilert, ich Idiot. Nee, ich hab aber nicht hingeguckt. Ich hab nicht hingeguckt. Nee, die hab ich euch eben schon mit meinem, dem, was ich gesagt habe, gespoilert. Aber was hat er gesagt? Genau, was hat er gesagt? Ey, ohne Mist, das ist schon. Also, okay. Ich habe das Quiz erstellt. Wann war das? Also, im Oktober habe ich damit angefangen zu erstellen. Und dann habe ich das jetzt nur vor ein paar Tagen nochmal durchgelesen und ein bisschen ergänzt. Ja, dann deswegen. Du musst halt auch nüchtern erstellen. Die Bonusfrage ist plus 300 Punkte. Aus welcher Story ist das Zitat? Benjamin! Unity in Light. Ja, richtig. Okay. Daran konnte ich mich jetzt doch noch erinnern. Also da konnten wir jetzt buzzern. Sehr tut mir leid, ja, tut mir leid. Ja. Die nehme ich mit, die 300 Punkte. Ja, da ist der Benny. Sicher, ich habe den. Ich dachte, du liest es jetzt vor, weil du es schon gespoilert hattest und hab nicht mitgerechnet, dass wir buzzern können. Naja, sorry. Und Benni hat direkt ist alles okay. Los. Ja. Sind minus 100, sind 150 Punkte übrigens, André. Ja, also das heißt. Lass mir nochmal, wie viel die anderen okay. haben. Die haben die Punkte gekriegt. Ist alles okay für euch, ne? Ja, ist ich alles okay. Die Punkte, ja. Schiebung. Sag mir nochmal die Punkte von den anderen. 150 mir das jetzt für auf. Euch und 300 für euch. Nee, nee, ich schreibe mir da. Also 150 Punkte Guardians of Sol 2 und 90-60-90 hat 300 Punkte. Siehste, ab jetzt zähle ich mit, aber sowas von sicher. Alles ganz easy, Kevin, jetzt schön die Kugel hin und her schieben vor der Abwehr. Richtig. Das lasse kommen. So, die Spezialfrage wurde von den Guardians als letztes richtig beantwortet, das heißt 90-60-90. Ihr dürft jetzt auswählen, ob ihr die nächste Kategorie auswählen möchtet oder ob ihr den Guardians den Vortritt lasst. Hä? Ich bin dafür, die sind schon gerade ganz schön am Taumeln. Wir lassen denen den Vortritt. Ja. Alles klar. Dann, wie Guardians, sind... ihr dürft als erstes auswählen in der Runde 2. Set Sales 100. Set Sales. Achso, der Flo ist dran, 100. Oder? Ja, passt schon. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ups. Okay, das war dann machst du den nächsten. Set Sales für 100? Ja. Jawohl. Alles klar. Hat er schon wieder eine Antwort gezeigt? Nein. Nee. Also nur zur Info für die Hörer, ne? Das Ganze wird wieder wie letztes Mal auch bei YouTube visualisiert. Der André hat uns wieder so eine schöne PowerPoint-Präsentation fertig gemacht, wo wir dann alles mit jetzt gerade im Zoom-Meeting sehen können. Korrekt. Ne? Also die Bedienung hier ist aber auch echt, bei meinem Kontrollpult ist das echt umständlich. Ich habe hier vier Fenster offen, einmal für die Buzzer, einmal Referentenansicht, damit ich ja, also bei manchen Fragen hoffe ich mal, dass ich die Antworten noch kenne. dann habe ich eure Ansicht, die für euch angezeigt wird, und dann habe ich noch den Chat offen. Also, das ist ziemlich komisch zu bedienen. Deswegen, also, falls irgendwie was ist, dann sacken wir uns eiskalt die Punkte ein. Alles korrekt. Hast du keinen zweiten Monitor oder was? Doch, ich habe zwei Monitore, aber wie gesagt, der eine wird halt komplett für euch gestreamt. Der Junge ist überfordert, lass ihn mal machen. Auf dem zweiten laufen Pornos, ne? Das okay, darf halt Game Master. Pornos, das ist richtig. Set Sales für 100, bitte. Set Sales für 100. Und zwar haben wir eine Schätzfrage für euch. Die erste jetzt Schätzfrage. Jetzt machen wir 20 Sekunden, ja? Okay, machen wir 20 Sekunden. Ja. Wie machen wir das jetzt? Dürfen alle antworten und ich wir machen wieder einen gut. Schnitt? Nee, nee, ihr klärt, also ihr sagt, antworte du oder antworte du. Also bitte jedes Team nur einmal. Okay. 20 Sekunden Zeit. Ich lese die Frage vor und ab dann habt ihr 20 Sekunden Zeit. Wie viele Karten hat das Set Monarch? 20 Sekunden ab jetzt. Oh, das mache ich, Kevin. Okay, gut, von mir aus gerne. Aber Benni, da kennst du dich am besten mit aus. Ja, ich weiß es aber ungefähr, glaube ich. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es weiß. Dann machst du das. Hängt daran, es gibt noch 5 Sekunden. Es wird keine Minuspunkte geben. Es gibt nur Pluspunkte bei Schätzfragen. Und 3. Okay. So, also der auf jeden Fall Christian hoch. Hat geschätzt 307 Karten und der Benny hat gesagt 305. Christian, weißt du das oder ist das irgendeine blaue Vermutung? Ich weiß auf jeden Fall, dass Monarch etwas über 300 Karten hat, weil es auch, glaube ich, das größte Fab-Set aller Zeiten ist. Ja. Das hat sich bei mir so eingebrannt damals. Mhm. Und
Also ich meine von meinem geistigen Auge noch zu wissen, dass es irgendeine Zahl mit 7 war, aber es könnte auch 317, 327 sein. Ja. Also ich weiß auch nur safe über 300 und einfach, das ist das größte Set. Mhm. Ich habe es nämlich zu Hause in einem 4-Reihen-Binder, deswegen. Ja, ja. Okay. Und ich weiß auch auf jeden Fall über 300 Karten. Andere haben, glaube ich, so die großen, in Anführungsstriche 250 das oder war, so. Das war eine Monster, auch eine Monster-Aktion, das alles im Master-Set zu sammeln mit den Rainbow Foils und keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, wie traurig. Ich habe das auch mittlerweile im Master-Set und weiß es nicht. Und ich habe Monarch am meisten von allem geöffnet. Ja, also ich Dito. Also super viel davon aufgemacht. Ja, ich muss direkt an meinen Ordner greifen, dann konnte ich mir die letzte Karte angucken, aber das wäre Cheating, ne? Das wäre aber dann wahrscheinlich die Null. Ja. Ich sortiere von Null bis nach hinten durch. Ich also auch. Ich sag mal so, einer von euch beiden hat recht. Wie hat recht? Also es hat komplett auf die Karte genau richtig getippt. Sicher? Ja. Das ist gut, dann bin ich das bestimmt. Der Uffi leider kann nicht. Das nicht. Wow! Yes, Alter! So nicht. Also plus was? 100 für 90-60-90. Das heißt, es steht jetzt plus 400 für, Wahnsinn. Die, oh, für eine 100er-Frage für 90-60-90. Ganz schön. 90. Ja, nein, ist ja nur eine Schätzfrage, ne? Also es gibt ja, ja keine Minuspunkte. Ja, gut, okay, auch wieder wahr. Es ist eine Schätzfrage, okay, und ja. Ihr hättet ja nicht genau treffen müssen. Boah, ne? Also wäre es eine Buzzer-Frage gewesen, wäre es ja eine Tausender-Frage gewesen, sag ich mal, ne? Aber so habe ich gedacht, so zum Einstieg, damit man ungefähr weiß, worum es um in Sets Sales mhm. geht. Ja, 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 ne? Ja, okay, gut. Gut, neuer Punktestand. 400 zu 150. 400 zu 150. Ist das richtig, Benni? Der Mathe-Benni? Ja, ist korrekt. Okay, gut. Dann dürfen 90, 60, 90 sich die nächste Kategorie aussuchen. Kevin, hau mal rein. Schwierige Entscheidung. Es gibt ja auch relativ viel, von daher. Und dann überlegt man auch immer, welche Taktik fährt man, ne? Nimmt man zuerst alle Großen weg, sodass das relativ schnell entschieden ist und dann wird sich noch um die Kleinen gekloppt, aber dann ist Spezial hinten raus umso wertvoller. Ich finde, das Enjoyment unserer Hörer sollten wir sich so ein bisschen steigern von der Tension. Kann man machen. Ja, und deswegen will ich jetzt Fleisch und Blut für 2000. So. Fleisch und Blut für 2000. Ah, jetzt geht's hier. Jetzt spielen die Klick, Großen mach oder mal was? Falschen Klick. So, Fleisch und Groß Blut für 2000. Groß bin ich aber nicht gut. Für 2000 Punkte. Hände an die Buzzer. Frage. Wie heißt die folgende Karte wohl auf Deutsch? Die Buzzer sind die gelockt. Die Buzzer sind gelockt, ja. Gleich. Die Karte ist Blackout Kick. Oh. Junge. Oh, was? Das kannst du unmöglich wissen. Kickern. Da bin ich jetzt mal gespannt. Weißt du es oder rätst du? Oh Gott. Mann, Junge. Ja. Ich hab offensichtlich gebuzzert. Nein! Du verarschst! Ernsthaft? Ich sag. Tja, dann bitte. Also, lösen. Nee, Moment. Also, wenn es aus Versehen jetzt Nein. wirklich ist, würde ich es für einmal durchgehen lassen. Wenn du jetzt wirklich auf deine Flash-and-Blood-Kartensammlung schwörest, dass das aus Versehen war, dann ist es okay für mich. Ja, ich habe aus Versehen gebuzzert. Alles klar. Kann doch keiner wissen. Dann ist das okay. Also, dann sind die Buzzer wieder freigegeben. Wie heißt die Karte Blackout Kick auf Deutsch? Kann ich jetzt Showtime machen? Nein, die Frage, also du könnt, ja doch, könntest du schon. Nach der Frage, möchtest. Oder? Ja, klar, kannst du machen. Ich glaub, ja, dann will sogar, ich, dass ich jetzt der Benni das antwortet. Ja. Benni, dann danke. Bitte. Also ich weiß, dass mehrere Karten von den Ninjas nicht übersetzt sind. Mhm, ich weiß okay. aber nicht, ob die dazugehört. Ja, hau mal raus. Ja, ist jetzt 50-50. Weil ich wüsste nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Mhm. Weil ich meine, bei den Harry, bei diesen anderen Tritts und so eine Scheiße, bei den Tritten, wir haben die Kacke ja. doch wir haben uns das doch gegenseitig vorgelesen und drüber lustig gemacht. Und ich meine, dass mindestens ein paar Ninja-Karten nicht übersetzt sind. Ja, komm, jetzt hau raus, ey. Also. Dann. Ja, ich wüsste keine Übersetzung dafür. Also die 90-60-90 hat Showtime auf Benni gemacht. Das heißt, Benni muss jetzt beantworten. Ich,
Ja, ich bin ja dabei. So, Benni, also, 10 Sekunden gebe ich dir noch, dann brauche ich deine finale Antwort. Ja, der Timer läuft. So lange brauche ich nicht. Ist eine 50-50-Chance. Ich sag, das ist als Eigenname übernommen worden. Also ist genau so. Also, ist das Gleiche. Dann sag den Namen. Blackout Kick? So, Blackout Kick heißt auf Deutsch Blackout Kick. Was sagen denn die anderen dazu? Flo, was meinst du? Ich finde das tatsächlich gar nicht so abwegig. Ich finde das auch nicht abwegig, deshalb. Also entweder, aber ich glaube, dass die Kicks alle so eine schlechte Übersetzung hatten. Also das ist so, ne? Also, wie ist denn das nicht mit den anderen? Wisst ihr das? Ich weiß jetzt nicht, ich weiß nur, dass mehrere nicht Ahnung übersetzt wurden. Also ich kenne viele deutsche Karten, weil wir sehr viel von dem HP für den Laden aufgerissen haben und haben uns gegenseitig die Deutschen vorgelesen und der andere muss es erraten. Das haben wir tatsächlich stundenlang gemacht. Ach, cool. Ja, ja. Aber hauptsächlich mit Ems und so, weißt du? Und nicht mit den ganzen. Ja, haben wir ja mal ein Box-Opening gemacht und da haben wir, glaube ich, uns jede Karte irgendwie vorgelegt. André, du hast hier, glaube ich, so ein Display oder so geholt. Ja, genau. Ja. Ja. Und da wurde es auch schlapp gelacht, ne? Wir haben 10 Cases aufgerissen und haben das gemacht. Und ich glaube, oder hier zum Beispiel, Rising Knee Thrust oder so weiß ich zum Beispiel auch nicht. Mhm. Keine Ahnung. Das Pflaster Fist. Gut, aber ich würde jetzt gerne mal auflösen. Blackout Kick heißt leider, Benni. Du kannst nicht ehrlich, es ist wirklich übersetzt. Heißt Blackout Kick. Nein. Also die Guardians kriegen plus 2000. Ach du Scheiße. Alter. Heißt, ihr habt insgesamt 2150 Punkte. Ja, dann müsste ich ja sagen, Benni, bravo, bravo, ne? Ja, 50-50, würde ich mal so sagen. Ja, Respekt, das hätte ich nicht gewusst. Sehr gut. Also war Showtime, das war wirklich Showtime. Da hat der Benni tatsächlich mal seine... Ach, stimmt, wir haben ja auch noch richtig edel. Und weißt du was, genau die Scheiße, die machen wir mit denen gleich auch. Und weißt du, was das Schöne daran ist? Der Kikan hat extra noch gesagt, lass sie kommen, ne? Die Ente scheißt im eigenen... die Ente scheißt hinten, oder wie war das? Die Ente hat sich gerade ganz gewaltig in den eigenen Teich gekackt. Aber Leute, es ist noch alles offen. Wir haben noch 2000. Ey, willst du ja langweilig rummachen und rumtümpeln, immer mit 100 Punkten. Ey. Richtig. Die Fragen sind halt auch da. Also wir haben ja auch noch 3 2000er. In der Spezialkategorie haben wir noch eine 2000er. Und in der Spezialkategorie haben wir am Ende noch eine 4000er. Ich habe mal eine Frage, wie hieß nochmal der Joker, den er gerade verwendet hat? Showtime. Okay, ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Nee. Du hast jetzt doch einen Zettel im Stift, schreib doch Showtime und Think Below auf. Nein, ich frag lieber. Sehr gut. Blau jetzt darf der Flo, glaube ich, aussuchen, oder? Genau, Flo. Ja, weiß ich nicht. Ach komm, wir bleiben in der Kategorie. Nehmen wir mal die 1000 Punkte. Fleisch und Blut für 1000? Ja. Alles klar. Fleisch und Blut für 1000. Klar. Die Buzzer sind gelöst. Und zwar Hände an die Buzzer. Frage. Wie heißt die Klasse der Ranger Heroes auf Deutsch? Kickern. Das ist der Waldläufer. Waldläufer. Gucken wir mal. Das ist der Waldläufer, ganz sauber, genau. Sauber. Das heißt, plus 1000. Katsching. Das heißt, es steht nur noch 1400 zu 2150. So, wir sind jetzt so ungefähr in der Hälfte der zweiten Kategorie, der zweiten Runde angekommen. Was haltet ihr von Fleisch und Blut von dieser Kategorie? Finde ich witzig. Ich mach das. Ja, das war die Kategorie, wovon ich dem Benni gestern erzählt. Also ich habe dem Benni gesagt, boah, ich habe eine Kategorie, da bin ich mir nicht sicher, ob das irgendwer errät. Aber cool, dass ihr das erratet. Ach, die meintest du? Ja, genau. Aha. Die meinte ich, ja. Ja, ich habe ihn nämlich zum Beispiel... Da sind wir fit. Ach. Sehr gut, sehr gut. Da das sind wir fit. Mich. Und die restlichen 8 Fragen sind dann für die Katze. Okay, dann dürfen die Guardians, glaube ich, wieder aus. Ne, die 90-60-90er dürfen wieder auswählen. Diesmal ist Kikan. Diesmal darf Kikan uns nicht. Kikan, bitteschön. Ja, ich hätte dieses Mal ganz gerne Set Cells für 500. Set Cells für 500. Bah. Alles klar. Alles klar. Wir haben wieder eine Schätzfrage. Und zwar lautet die Schätzfrage: 20 Sekunden Zeit wieder gleich, nachdem ich die Frage gestellt habe. Wie viele M's hat das Set Dusk Till Dawn? Oh. Wie viele M's hat das Set Dusk Till Dawn? Ja, letztes Mal hat es ja auch gut geklappt. 15 Sekunden. Ich mach, Kevin, ne? Ja, bitte, bitte. Wie soll ich das wissen? Das war so ein Mist. Ich hab eine Idee.
5. Flo, hast du eine 4, Idee? Nö. Ich habe eine. 3. Okay. 2. Ich schreibe jetzt einfach was. 1. Alles klar. Das Supplemental Set mit Draftkarten. Ich habe von. Ja, richtig. Ich habe von beiden eine Antwort. Einmal vom Christian habe ich einmal 62. Und vom Benny habe ich 54. Benny, wie kommst du auf 54? Keine Ahnung, weil ich meistens immer irgendwie was mit 50 wie Majestics in den Sets ist im Kopf habe. So. Oder 56 so. Ja, oder sowas. Tatsächlich hätte ich 54 auch in dem Bereich, ja. Okay, ja. Und Kikan, wie ist es bei dir? Hast du irgendwie einen Multiplikator gehabt oder hast du auch einfach gesagt, yo, ich rate einfach mal? Nee, ich habe auf jeden Fall, wir hatten neulich im Highlander Games, das ist ja mein lokaler Store, ja, in Bremen, da ist da dieser typische Talk, wenn wir so vorm Armory sitzen, über jeden möglichen Scheiß reden und so. Ja. Und dann hat einer von uns halt irgendwie erwähnt, oh ja, bla bla bla, dieses und dieses Set, das war auch Pain in the Ass, alles zusammenzukriegen, weil da waren halt über 60 M's drin. Mhm. Und das weiß ich halt noch. Gruß geht raus an, ich glaube, Linus Hossfeld hat es gesagt. Mhm. Vertraue jetzt darauf, dass ich Linus damit recht hatte und dass er auch noch das Till Dorn meinte. Ja. Kevin, überlass mir das, das weiß ich safe. Ja, wie gut, dass man keine Minuspunkte machen kann, also hau raus. Ey. Also, hat er das ja schon. Set hat 56 M's. Scheiße. Das heißt, der Benny hat recht und die Guardians kriegen 500 Punkte Zuschlag. Hat recht heißt ja nur, ist näher dran. Ne? Genau. Ja, aber wie viele Punkte hat denn der Kikan gesagt? Wie viele Ems? 62. 62? Genau. Und ich habe 54 gesagt. 54. Boah, Benny war 2 daneben, ich war 6 daneben. Genau. Du bist das total heißt, daneben. Plus 500, das heißt, die Guardians. Sag doch mal, was das macht, ja. Haben 2650 Punkte. Das ist korrekt. Und 90-60-90 haben 1400 Punkte. Es ist noch alles drin. Oh. Wie heißt nochmal der Joker, wo man jemanden was beantworten lassen muss? Showtime. Und der andere? Think below. Ich mache nochmal die Folie. Okay. Think below, guck hier. Alles, ja, verstehe ich. Alles ja, Lies, ich habe dir jetzt nochmal die Folie rangemacht. Also Showtime und Think below. Es gibt für falsche Antwort bei der nächsten Frage keinen Punktabzug. Ja. Wichtig ist, das musste machen, bevor die Frage vorgelesen wurde, also bevor die Frage gezeigt wurde. Was? Think below. Musst du, ja, bei Auswählen der Kategorie. Hm? Genau. Ja. Okay. Okay, gut, dann ich die hab's tatsächlich nächsten. Die letzte Frage der zweiten Runde. Wer darf auswählen? Habe ich vergessen. Ich glaube, die anderen. Nee, wir hatten doch als letztes genau. Wir hatten gerade die Guardians dürfen. Ja. Wenn die, du darfst. Ich bin für, mach ganz entspannt, ja, gemischte Tüte 100. Ich will noch mal so ein bisschen gemischte was Tüte Kategorie 100. Ist. Ja, ja, alles gut. Ja, ist halt gemischte Tüte. Und zwar, Hände an die Buzzer. Wir haben eine Frage. Hände an die Buzzer. Nenne 2 Heroes, die in der Geschichte Unity in Light gegen die dämonischen Horden der Demonastery kämpfen. Ach, Mann. Benjamin. Das sind Unity in Light, das sind Ultim, das sind Prism, ja, das sind Bravo, das ja, sind Briar, das sind ja, Lexi. Ja. Sehr gut. Bam. Hätte man da buzzern müssen? Ja, hat er gesagt. Aber und Benny der hat aber komische, gar nicht gebuzzert. Doch, Benny hat gebuzzert, ich habe den Buzzer schon geklärt. Oh, scheiße. Da fehlt aber noch ein Hero. Da fehlt der Typ, der, wie heißt nochmal, Jurik, hat den beschworen. Genau, der Bart, ja. Also ich habe halt ein paar aufgezählt, aber die werden alle, irgendeine Kombination wäre richtig. Ich hätte es auch gewusst. Das hätte ich tatsächlich auch gewusst. 100 Punkte. Das heißt, 2750 zu 1400. Runde 2 ist vorbei. Jetzt kommt wieder die nicht schaffbare. Und deswegen kommt jetzt eine Frage in der Spezialkategorie. Für Spezial 400 fabelhafte Zitate. Hände an die Buzzer. Welche Karte suche ich? Also ich sage euch ein Zitat und diese Karte suche ich. The Hand of Autumn sweeps the land, guiding life towards rebirth. Das ist bestimmt aus Tales.
Ich weiß es. Kickern. Wie heißt sie nochmal? Ich sag, das ist Autumn's Touch. Autumn's Touch, wie kommst du darauf? Er klickt's einfach. Weil ich mega viel dieses Deck gespielt habe, also ja. Briar. Ja. Und ich meine, dass auch auf der Karte eine aus Blättern geformte Hand zu sehen ist. Und die Karte ist halt Vanilla und macht halt sonst nichts. Also denke ich mal, das ist ja, ich glaube, du hast recht. Weil da wäre ja, das ist vollkommen korrekt. Geil! Ja, sehr gut, yes. Sehr gut. Kann, du bist aber ihr habt eine Bonuskategorie, eine Bonusfrage getriggert. Okay. Könnt nochmal 200 Punkte drauf, also jeder kann nochmal 200 Punkte drauf verdienen. Bitte Buzzer erklären. Genau, Buzzer geklärt, dankeschön. Und zwar ist die Bonusfrage: Wie hoch ist der Attack und Block eines blauen Autumn's Touch? Benjamin. 5. Lies nochmal die Frage. 5 und 3. 5 und 3. Gucken wir mal. Das ist richtig. Oh, das heißt, 2950 Punkte zu 1800 Punkte ist der neue Zwischenstand. Es ist aber noch mehr als alles offen, wenn wir in Runde 3 gehen. Wie fühlt ihr euch? Seid ihr jetzt ein bisschen eingespielt? Fühlt ihr euch eingegroovt? Oder sagt ihr, nee? Boah, ja, ich fühle mich so, als hätte ich gerne noch so ein Getränk. Meinst du es alle? Was hast du denn für eins? Feltins. Erleuchte uns. Also ich habe Vitrex Naturell natürliches Mineralwasser. Seit das, ey, und weil ich heute seit das Bier wirkt, kriegt Benni auch was geschissen. Brauch mich nicht runter, meine Kleinen schlafen. Sonst würde ich mir noch eins holen. Also, wie gesagt, ich habe hier heute, weil ich ganz wild bin, Vitrex Naturell Mineralwasser, aber in still. Er ist ganz wild. Boah. Heute bin ich ganz wild. Ich trinke gerade was. Wer ist denn jetzt dran? Ach ja, jetzt sind die 90-60-90 dran. Moment, ne? Genau, 90-60-90. Ja. Nee. Benny, also die Guardians haben eben die letzte richtige Frage beantwortet. Das heißt, ihr dürft aussuchen, ob ihr selber nochmal nehmt, also nochmal aussucht, oder ob ihr das Recht, eine Frage auszusuchen, abgibt. Ach, da zählt die Bonusfrage, okay. Genau, Bonusfrage zählt auch. Flo, ja. Ich würde jetzt aussuchen und würde direkt einen Joker drücken wollen. Was hältst du davon? Mach einfach. Ja, wir sagen mal, gemischte Tüte für 2000. Mhm. So, wir können uns ja die Frage ansehen, wenn wir Showtime machen wollen, ne? Ja. Ja. Es geht natürlich auch nicht auf Schätzfragen, ist ja klar. Ne? Oh. Gut. Gemischte Tüte 2000. Wie funktioniert das Sink Below jetzt? Angenommen, wir kriegen jetzt Showtime, können wir dann sinken? Also das Sink Below sagt nochmal für alle, bevor die Frage gestellt wurde, also du könntest jetzt theoretisch sinken und sagen, ja, und dann würden sie einfach kein Showtime machen. Ja. Richtig. Es macht keinen Sinn. Ja, ist richtig. Also mit Sink kann man keinen Showtime aushebeln. Ja. Wenn man Sink Below nice try. Nutzt, ich weiß noch nicht, die Frage gestellt wurde. Nein, also wie gesagt, also bevor Showtime ausgewählt wurde, das wäre ein bisschen unfair. Also Benny konnte ja auch nicht sagen, ja, dann zink ich. Ja, der muss ja auch die Frage. Nein, André, alles gut. Es gibt gar keine Unklarheit. Du musst, bevor die Kategorie gewählt werden, wird schon sagen, dass du Sink Below nutzen willst. Dann hast du für die Runde das Buzzern frei. Das haben wir doch vorhin schon. Das heißt, selbst wenn du falsch zu langsam buzzerst, hast du halt Pech gehabt. Ja. Das habe ich ja doch sogar noch. Also dann kannst du immer noch, aber du kannst halt nicht verlieren in dem Fall. Richtig, ja. Genau. Genau, ja. Dann schauen wir uns nochmal gemischte Tüte für 2000 an und dann überlegen wir mal, ob wir Showtime wollen. Gut. Gemischte Tüte für 2000. Frage. Herr Nani Buzzer? Mhm. Nenne 3 Karten aus dem Set Round the Table, die keine Heroes sind. 3 Karten aus dem Set Round the Table, die keine Heroes sind. Oh. Kickern. Techno Blaster, Bittering Thorns und Edge of Autumn. Und das ist vollkommen richtig. Ich habe nämlich nebenbei noch. An. Ich habe noch nebenbei dieses hier. Das Tier! Diese Seite habe ich offen. Es ist vollkommen richtig. Mega gut. Das ist, das ist voll schlau. Weil ja, also echt Liebchen. Stark. Das heißt, 3800 Punkte für die 90-60-90er. Sau stark, Gigant. Und 2950 Punkte für die Guardians. So weit hätte ich jetzt gar nicht gedacht, an die Reprints zu denken, vor allem. Ne? Bis auf der
Das ist voll gut, aber Bittering Thorns ist ja in Rot drin auch. Also ja, ist richtig. Neuprint. Ja. Stark. Sehr richtig gut. Stark. Oh Mann, ey. Gigant. Das will ich hören, das will ich hören. Echt Tier. Super. Ja. Okay, dann sind auch die 90, 60, 90er gleich wieder dran. Bitte. Diesmal darf Kikan aus. Hab ich die letzte ausgewählt? Boah, das weiß ich nicht mehr. Das müsst ihr in klären. Nee, 2000er ausgewählt. Ja, bist du sicher? Ziemlich sicher. Ich hatte Set Sell zu 500. Du darfst jetzt wieder. Ach, ich will Fleisch und Blut 500. Möchte jemand vorher sinken? Das frage ich jetzt mal. Nö, ich nicht. Gar nicht ein. Alles klar. Gut. Dann Fleisch und Blut für 500. Letzte Frage dieser Kategorie. Und zwar möchte ich von euch wissen, Hände an die Buzzer. Wie heißt folgende Karte wohl auf Deutsch? Metacarpus Note. Showtime Kevin. Showtime Kevin. Alles klar. Ja, der hat ja auch gebuzzert. Ich habe auch gebuzzert. Oh, ich glaub's nicht. Ich bin Wizard-Spieler, das weißt du, seit zwei, drei Jahren. Scheiße, ja. Das ist der Mittelhandknoten, Mann. Yes, Mann. Richtig, das ist der Mittelhandknoten. Das weiß man auch, dass der Mittelhandknoten ist. Ich kam nicht drauf. Geil, Kevin. Digga, ich bin absoluter Kano-Spieler, Mann. Ja, aber wer kennt denn die Karten auf Deutsch? Weil das super witzig ist. Den Mittelhandknoten kennt man. Die hab ich mir sogar extra noch gekauft, weil ich den Namen so dämlich fand. Ich habe immer gelesen, früher die Mittelhand-Konten habe ich immer gelesen. Ja, sorry, ich dachte, der Joker wäre jetzt gut. Naja. Sehr gut, dann hast du ihn genauso weggeworfen, wie ich meine. Ja, da tut sich nichts. Beide können noch sinken. Beide Teams haben kein Showtime mehr. Es ist ein spannendes Duell der Giganten. Und zwar haben wir, wie gesagt, 2950 für die Guardians und 4300 mittlerweile für die 90-60-90er. Es bleibt spannend. Benny, dann, oder beziehungsweise die Guardians dürfen die nächste Flo Kategorie macht. Auswählen. Guardians haben Flo, doch keinen mehr, Flo. Oder? Die Guardians haben noch Sink Below. Sinken. Ihr beide habt noch Sink. Also beide Teams haben noch Sinken. Genau. Ich weiß immer noch nicht, wann man die. Also ich verstehe schon, wann man den einsetzen kann, aber warum man den überhaupt einsetzen sollte. Machen wir mal Fabulous 5000. Naja, du könntest jetzt sinken und sagen, ich kann buzzern. Ja, da muss ich aber trotzdem noch buzzern. Ja. Und das Risiko, dass ich da ja. Ne, deshalb. Ja, keine Ahnung, egal. Ja, aber wieso, wenn du bei einer benutzen hohen. Benutzen wir jetzt noch nicht. Alles klar. Ich sag nur, wenn man bei einer hohen Frage beispielsweise. Ja, wenn man sich deine Kategorie Buzzer taugen nichts, weiter. Deine Joker, los. Alles klar. Tausend. So wie, Benni, so wie deine Antworten, ne? Das ist richtig. So, was war das jetzt nochmal? Fabulous 5000. Fabulous 5000. Hör doch mal zu. Alles klar. Dann, Hände an die Buzzer. Welche Karte ist gesucht? Hinweis Nummer 1. Wer bin ich? Also, das könnte natürlich ein Hinweis sein, worauf? Kann man sich ja vielleicht denken. Nein. Nein. Mach weiter. Also das ist natürlich ein Hinweis, wenn ich frage, wer bin ich? Was für eine Art von Karte ist dann wohl gesucht? Mach weiter. Mach weiter, Mann. Zweitens, ich habe 20 Lebenspunkte in jung und 40 Lebenspunkte in alt. Mega selten. Ich habe einen Hero gesucht. Ich trage mein Haar gerne offen. Hä? Viertens, ich bin eine Kriegerin. Tja. Kikan. Ja, scheiße. Ich habe das dann auch gemerkt, so ist 50-50. Oh je. Aber ich sag, weil Drinth ja zu obvious wäre, sage ich, dass das obwohl, es könnte natürlich auch. Es ist. Es könnte fünf, auch Minerva sein, aber vier, ich sag drei, zwei, ja. Kassai. Ja. Ich glaube 50-50. Für Geld kann ich alles kaufen. Ja, dann ist es aber Moment. Wie heißt denn Kassai in Erwachsen? Wie bitte? Wer ist die denn in Erwachsen? Oh, Kassai. Das ist Komma. Gold of the. Oh Gott.
Gold of the Sand, sag ich. Herr Sai of the Golden Sand ohne Komma. Ja, das ist natürlich die Frage, ob ich das dann gelten lasse. Ne? Na klar, kannst du das gelten lassen. Ja, also bitte, ey. Ja, ich hat denn hier irgendjemand das sonst gewusst? Alles gut. Nein, ich lasse es gelten. Nein. Nie im Leben hätte ich das gewusst. Kasai hätte ich gerade noch geschissen gekriegt. Ne? Aber Golden Sand. Ja, das war schon sehr gut. Das war schon sehr gut. Also 5300 Punkte für 906090 und 2059 für die Guardians of Sol 2. Booyakasha. Also so langsam solltet ihr mal aufholen, ihr Lieben. Es ist zwar noch alles offen, aber so langsam, ne? Wir haben mittlerweile 1, 2, 3, wir haben 6, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Fragen gespielt. Zwei Fragen sind noch für diese Runde offen. Ja, in dieser Runde haben die 90, 60, 90er alles geholt bisher. Also, Guardians, haltet euch ran. Die nächste Frage bitte, die nächste Kategorie. Was wollt ihr? Wer ist jetzt dran? Ich glaube die Guardians, oder? Nein, nee? 90, ich habe die Frage. Achso, nee, stimmt, du hast für 1000, ja genau. Dann seid ihr dran, 90, 60, 90er. Kikan, warst du als letzter oder ich? Ich glaube, ich darf wieder aussuchen. Ihr müsst auch, wie gesagt, ihr könnt das auch einfach klären, mir ist das egal. Also ihr dürft einfach, darf auch einer alle aussuchen, das ist mir geil. Darf ich nochmal fragen, was so grob die Überkategorie Fabulous Five war? Eine Karte? Fünf Sachen über eine Karte oder einen Helden oder sonstiges. Also fünf Fakten. Boah. Auf jeden Fall habe ich schon mal gelernt, dass man warten sollte. Ja. Weil André hat das ja auch wirklich so gemacht, dass man erstmal denkt, es ist obvious, aber es ist gar nicht obvious, weil er so eine Trap da baut. Eben, ja. Er sagt, ja, ist eine Kriegerin mit offenen Haaren. Und ich klicke natürlich sofort, weil ich denke so, ja, ich bin ja voll schlau, so einfach. Und nur dann zu merken, dass fucking jede Kriegerin einfach offene Haare hat, sogar die keine Hero ist. Ja gut, naja, woran hat sie gelegen, fragt man sich, ne? Woran hat sie gelegen? Kikan, soll ich? Ich hab eine Idee. Ja, mach mal, Kevin. Pass auf, also, ich würde Sink Belone und würde Set Sales 2000 auswählen. Stark. Oh, das ist eine gute Idee. Stark, ja. Alles klar. Dann Set Sales für 2000. Wir müssen trotzdem noch buzzern, ne? Wir müssen trotzdem. Welches Set ist gesucht? Ich gebe euch jetzt wieder fünf Fakten über ein Set. Und dann müsst ihr mir sagen, welches Set gesucht ist. Okay. Es hat 111 Rares. Eine Karte daraus ist Slogism. Bah. Dann Kevin. Slogism ist, Kane Rising. Vier. Das ist leider nicht korrekt. Oh, es war WTR! Das ist nicht korrekt. So, die Buzzer sind wieder freigegeben. Oh, ihr bekommt keine Minuspunkte. Ihr habt ja vorher gesinkt. Oh, ich bin so ein. Dafür ist ein Sync gut, ne? Sonst hättet ihr jetzt wieder. Sonst hättet ihr. Ne? Also. Oh. Deswegen ist ein Sync gut. Ihr habt keine Minus 2000, aber das gegnerische Team darf natürlich nochmal zuhören und überlegen. Es hat Come to Fight. Okay. Es hat die Karte Talisha the Lost Prince. Ah, ist ein History Pack, ist das. Ich höre keinen Buzzer. Und es hat 427 Karten insgesamt. Dann ist es, wo ist der Buzzer? History Pack 1. Oh, wie fies. Und das ist korrekt. History Pack 1. Ich sag gerade noch, André stellt die so tricky obvious. Ja, ist so. Oink, oink. Ja, ey, das ist eine 2000er Frage. Oh, also Slogism war WTR. Ich finde so ein Depp. Alles gut. Allein schon, weil es eine 2000er Frage ist. Weiß man ja, schon. Ja, du hast schon recht. Wir sind rangezogen, 4950. Mann. Ich habe hier 3950 stehen. Wir kriegen nur 1000 Punkte, die Hälfte kriegen wir noch. Genau, ihr kriegt die Hälfte, weil ihr. Gefällt mir nicht. Mir schon. Ich weiß, das hätte ich gefällt. Also, mittlerweile steht es für die Guardians 3950 und für 90, 60, 90 5300. Ach, die letzte Frage. Von Runde 3 gibt's schon. Oh, ja. Ich hasse es. Und
Ich glaube, diesmal dürfen die Guardians aussuchen. Wollen wir einfach diese letzte 100er einfach nehmen, Flo? Mir egal. Ja, komm. Wir nehmen Fabulous. Wobei, Sink Below Fabulous 5 für 2000. Alles klar. Sink Below wird aktiviert. Ich hätte dich für verrückt erklärt, wenn ihr das jetzt nicht gemacht hättet. Ja. Ich suche eine Karte. Hände an die Wasser. Oh je. Karte ist M und eine Waffe. Mhm. Sie ist eine Zweihandwaffe. Mhm. Weitermachen? Ja, gibt mehrere. Gibt ein paar, ne? Die Waffe hat keinen Angriffswert. Was? Die Waffe hat keinen Angriffswert. Ach Mann, das ist doch irgend so ein Stab von den ganzen Deppen, du. Gibt's auch mehrere. Ja. Die Waffe hat keine aktivierte Fähigkeit. Hä? Also muss nichts zahlen, um damit irgendwas passiert. Oh. Also nochmal, Karte ist M und eine Waffe, Zweihandwaffe, Waffe hat keinen Angriffswert und keine aktivierte Fähigkeit. Kickern! Ich sag, das ist Original Luminaris. Original Luminaris. Ja, er hat recht. Muss nicht sein, kann noch mehrere geben, aber... Nee, es ist ein Zweihandzepter und es hat keinen Angriffswert. Ist es richtig. Aber leider falsch. Oh, Scheiße! Oh nein, ey. Ja, das heißt leider 2000 Punkte Abzug. Oh, Alter. Hast du eigentlich gerade schon stopp mal, hast du vorhin die... Nein, die haben gesinkt. Ah, okay. Das heißt 3300 zu 3950. Das Gegnerteam kann noch buzzern, aber bekommt nur 1000. Ne? Also ihr, die jetzt einen Sync benutzt habt. Ja, wir haben sowieso unser Sync drin. Das heißt, wir buzzern auf jeden Fall mit dem nächsten. Ja. Ja. Die Waffe kann Go Again verleihen. Das ist keine Ahnung. Das ist fies. Das hört echt an. Benjamin. Buzzern. Ja, wir müssen ja buzzern. Ich verstehe. Ist M und eine Waffe. Sie ist zweihändig. Er hat doch Luminaris Scepter schon genannt, oder? Das Original Luminaris wurde genannt, ja. Ach, fuck. Ja, jetzt musst du auch antworten, Digga, wenn du ja, was hast. Das ist das Neue. Fünf, das ist, vier, drei, Angels zwei, Glow, Luminaris, eins. Engels Ding, Angels Glow. Und kompletten Namen bitte, jetzt. Luminaris, Angels, Glanz, Glow. Das Richtige ist... Bitte auflösen. Es ist richtig, ja. Luminaris Angels Glow. Dein Ernst? Das war aber auch nur wegen dem, weil Leute, er meint, weil er 2000er, ne? Zweimal oder gesagt das Original Luminaris. Ist doch noch ist also das andere auch Luminaris? Das ist nicht dein Ernst, dass er das jetzt noch rausgestampft hat, ey. Unfassbar. Ja, das ist doch die Karte, auf die ich die ganze Zeit gerade warte. Mit Heavy Hitters. Dafür hat es aber lang gedauert, deine Antwort. Ja, also weil ich die ganze Zeit ans Luminaris-Zepter gedacht habe, so, hä? Und das andere habe ich komplett vergessen aus das Tel'Dorn. Wer ist das nochmal? Keine Ahnung. Das ist halt komplett fail. Wie heißt das andere Zepter? Ist das nicht auch ein Luminaris? Ja, das heißt auch Luminaris. Und was mit Fury? Siehste, ist auch unwichtig, wird niemals gespielt werden. Genau. Ja, aber das ist ja für die Engel und für die Heralde. Genau. Ja, alles gut. Ja. Oh. Aber jetzt Alrighty. Sind wir gleich auf, ne? Dann seid ihr, ne, ich seid nicht gleich auf. Also die Guardians haben 4950 und 90-60-90 ist auf 3300 gefallen. Ja, wegen den Minuspunkten, okay. Mm, korrekt. Aber jetzt sind wir alle Joker los, ne? Ja, jetzt hat keiner mehr Joker. Es gibt nichts mehr, was euch davon abhält, abzugehen. Wir haben noch 5 Fragen und noch 3 Bonusfragen. Ist doch alles offen. Jetzt kommt die dritte Bonusfrage. Beziehungsweise Spezialfrage. Spezialfrage. Wieder Kategorie fabelhafte Zitate. Ja. Welche Karte suche ich? Mhm. Hände an die Buzzer. Besser nicht. Für 1000 Punkte. Finally, time to take out the trash. Azalea. Ich weiß es auch. Keine Ahnung. Habt ihr schon gebuzzert? Ja, ja, Kikan hat gebuzzert. Bitte, Kikan. Verrückt. Ja, das ist Three of a Kind. Aha. Okay. Wie kommst du darauf?
Weil ich die Karte kenne und weiß, dass das da drauf steht. Karte wird gekannt und geliebt. Kann ich verstehen. Das ist auch vollkommen korrekt. Das heißt, 1000 Punkte extra. Yeah! Das heißt, boah. Er kann Zitate, Alter. Stark. Das ist gefährlich. Stark. Ja. Also am Ende von Runde 3 steht es jetzt, ist jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wirklich. Es steht 4.950 für die Guardians und für 90-60-90 4.300. Super knappes Rennen. Die letzten 5 Fragen kommen jetzt. Danach kommen noch 2 Bonusfragen. Und jetzt ist der Endspurt angesagt. Okay. Die 90-60-90er haben die letzte richtige Frage, letzte richtige Antwort gegeben. Ihr dürft aussuchen, ob ihr das Recht nehmt, euch das Recht nehmt, eine Frage auszusuchen oder ob ihr das Recht weitergibt. Magst du kickern? Ich weiß nicht. Oder? Müsste nicht jetzt eine Frage von denen noch lila sein, weggestrichen sein? Nee, ist alles richtig. Ist alles richtig. Also ihr habt haben noch fünf. Unten fünf ist die Spezialkategorie. Ja, es war ja also eben speziell. Wir müssen halt jetzt safe aufholen. Ja. Wir nehmen da jetzt mal die gemischte Tüte 1000. Ja, gemischte Tüte, nicht, dass für alles ein noch 1000. Aufgespielt wird, ne? Also es bleibt keine genau. Frage übrig. Es werden alle ja, ausgespielt, eben. Ne? Alles gut. Also. Ja. Also ich meine, ich hatte schon überlegt, ob ich nicht vielleicht noch eine zusätzliche Kategorie mache, vielleicht fürs nächste Mal. Können wir ja gleich nochmal besprechen. Ja, die Anzahl reicht ja. Gut, alles klar. Dann, gemischte Tüte für 1000? Ja. Alles klar. Dann, Buzzer sind freigegeben, Hände an die Buzzer. Oh, ja. Um wen geht es in der Story Catch of the Day? Ich habe eine Idee. Kickern hat schon gesagt. Das Kickern, sollte Riptide sein. Hätte ich auch gesagt. Ich muss dich aber darum bitten, zu sagen, wie Riptide komplett heißt. Kann ich? Wie bitte? Wie heißt Riptide komplett? Heißt? Also Riptide, Komma. Ich weiß es. Gib ihm einen Timer. Also Riptide ist korrekt, aber wie heißt Riptide in Erwachsenen komplett? Ich weiß es. Würde ich eigentlich sehr gerne wissen. Es geht doch in der Story gar nicht um den Erwachsenen, es geht doch nur um Riptide. Ja. Also ja. Aber in der Story wird quasi. Da muss ich jetzt mal leider ein bisschen zu unseren Gunsten klugscheißen. Gut. Ich kann fairerweise es noch sagen, weil ich weiß es. Also in der Story geht es darum, klar, aber du wirst halt da auf die Seite verlinkt quasi von Riptide. Okay, also er kann es nicht beantworten. Nein, also ich finde das richtig, Kickern hat recht, das finde ich vollkommen in Ordnung. Aber ich will 500 Punkte, wenn ich auflösen kann. Oh, nein. Jetzt löst er einfach. Es geht um Riptide, Lurker of the Deep. Ja, ich wusste es, dass er Lurker of the Deep heißt. Die 500 Punkte hätte ich auch noch haben wollen. Also, für 1000, das heißt, die 90, 60, 90er sind auf 5300. Also wie gesagt, ja, du hast vollkommen recht, es geht um den jungen Riptide in der Story. Aber es wird quasi, wenn du auf Story klickst, wirst du auf die Seite von Riptide Lurker of the Deep verlinkt. Warum auch immer. Ja. Aber niemals gebuzzert, hätte ich jetzt gedacht, dass ich nochmal den Zusatz eines Helden bringe. Naja, alles gut. Bis zum nächsten Mal weißt du Bescheid, der andere will es jetzt also immer ganz genau. Für die einzelnen Karten. Ja, du hast schon recht. Ist alles in Ordnung. Gut, dann 5.300 zu 4.950. Es bleibt weiterhin spannend und die Guardians dürfen jetzt aufholen, sich eine Frage aussuchen. Sets Sales für 1.000. Hände an die Buzzer. Oha. Welches Set ist gesucht? Es hat 58 Rares. Oh. Es hat 3 Marvels. Drei. Eine Karte ist Spire Sniping. Benjamin. Outsiders. Scheiße. Outsiders. Eigentlich bei 3 Marvels schon. Es gibt nur die 3 Kodexe als Marvel, glaube ich. Stimmt, ja. Gucken wir mal. Und jetzt ist es auch noch falsch. Recoil, Hero, Azalea. Ja, dann würde es halt weitermachen. Outsiders. Ja. Genau. Ja. Sehr gut. Das heißt, die Guardians kriegen 1000 Punkte gutgeschrieben. Boah. Das heißt, ihr seid bei 5950 zu 5300 Punkten. Es bleibt wieder richtig hart spannend. Richtig gut. Richtig geiles Match, ja. Auf jeden Fall. Oh Gott. Dann können wir überhaupt noch aufholen? Ja, natürlich. Also, ja, natürlich. Wir haben noch, also auf dem Board sind noch 500 Punkte.
Und wir haben noch die 2000er und noch die 4000er Frage. Ja, richtig. Und wir dürfen halt auch nichts falsch sagen, ne? Ja, am Ende entscheidet einfach nur die letzten zwei Spezialfragen. Gott, das ist ja noch richtig übertrieben offen. Ja. Also nicht mal die 500 Punkte, die da jetzt noch stehen, können da noch einen Unterschied machen, ja, das wenn ich einer nämlich, eine 2000er also, versiebt oder das muss eine 4000er. Ja, das stimmt. Also das muss ich nämlich sagen, also das finde ich an manchen Quizformaten halt, fand ich halt immer blöd, dass das nicht bis zum Ende spannend ist. Ich meine, klar, es repräsentiert natürlich auch das Wissen der Teams. Das war halt auch für mich schwierig, die Regeln zu entwerfen so. Entweder, okay, wir wollen, dass das Team sind repräsentiert wird. Sind wir schon im Fazit eigentlich oder okay, machen wir gerade noch einen Quizmaster? Gut. Ich bin wieder ins Labern gekommen. 90-60-90 ist dran. 90-60-90, bitte. Das letzte Mal ist Kika, ne? Ist ja auch nee, egal. Nee, ich hab's vorgeschlagen. Kika, mach du. Ich hätte dann einfach mal ganz gerne Fabulous 5 für 100. Mm. Fabulous 5 für 100. Alles klar. So, dribbeln den Buzzer. Welche Karte ist gesucht? Hände an die Buzzer. Karte ist das Monarch. Oh, drücken. Ich weiß es. Ist eine Shadow-Karte. Drücken. Karte ist eine L. Mhm. Sie hat einen blauen Pitchwert. Oh, das ist jetzt fies. Es gibt zwei. Kikan. Zwei Kikan. Ach stimmt, gibt es 50-50. Da gibt es zwei, da musst du noch warten. Ist aber, ist scheißegal, ich nehme Doomsday. Doomsday. Warum? Wie kommst du darauf? Weil ich glaube, dass du einfach ein Leviathan-Simp bist, André. Er ist, wenn, okay, eigentlich ein Chain-Simp. Mhm. Dann ist es umgekehrte Psychologie. Dann sollte es Eclipse sein. Ja, wer weiß. Also, blauer Pitchwert hat Doomsday und Eclipse, ne? Ja, klar. Ja. Und, Sag ihm nur, ob richtig ist oder falsch. Wir können ja noch nachbuzzern. Ja, natürlich. Und, was macht denn Doomsday? Fangen wir mal so. Boah. Ja, Doomsday, da musst du, glaube ich, 6 Karten im Banish haben, mhm, und dann kannst du die ausspielen als Instant. Und dann kriegst du den... Was kriegst du dann? Nein, dann kriegst du den Plasmofet-Token, der 6 angreift und, glaube ich, 6 Leben hat. Ja, und jedes Mal, wenn er angreift, eine Karte banished und so weiter. Ja. Okay. Tja, das ist leider, leider falsch. Oh Gott, ey, please. Die 100 Punkte gehen von eurem Konto runter. Keine Angst, nicht von eurem richtigen Konto, sondern von eurem Punktekonto. Und dann dürfen die Guardians sich einmal die nächste anhören. Sie beschwört Ursur, the Soul Reaper. Ja, das war klar. Das oh, war komm, klar. Ja, ich würde gerne buzzern. Flo, möchtest du buzzern? Nein. Benjamin. Es ist Eclipse. Es ist Eclipse. Gucken wir mal, ob das stimmt. Wer weiß, was macht Eclipse? Beschwört halt, du musst so und so viele Karten im Banish haben, 6 Stück. Genau, 6 im Banish haben und ist ein Instant und beschwört dann Ursur the Soul Reaper oder so. Mhm. Ja, steht ja da. Ja. Ursur the Soul Reaper. Genau. Das ist aber glaube ich, nicht 6 Karten Banishen. Ich glaube, das war also 6 Karten im Zug, oder? Das war doch eine richtig krasse Condition, wo du viele Non-Attacks und so gebraucht hast, wenn ich mich nicht täusche. Du musst, glaube ich, 6 aus dem Banish spielen. Kann das sein? Nee, 6 im Banish haben? Boah, ich weiß es nicht. Oder war es irgendwie 6 Karten also, Bloodtapped oder sowas waren es, glaube ich. 6 Karten. Wieso brauchst du danach? Hast du nur eine Bonusfrage dazu? Nein, habe ich nicht. Okay. Ich wollte nur, hat mit Bloodtapped zu tun gehabt, genau, bei der Karte. Du musst war das nicht bei dem anderen? Oder mehr Karten mit Bloodtapped in diesem Zug. Das andere war eine ganz einfache Condition bei Blasmophet. Da musst du einfach nur 6 Karten im Banish haben. Nee, ich glaube 13 waren das. Nee, 6 mit Bloodtapped. 6 mit Bloodtapped. Also hier bei Eclipse musst du 6 oder mehr Karten mit Bloodtapped in diesem Zug gespielt haben. Ah, siehst du? Bloodtapped war es definitiv. Genau. Ja, aber gespielt haben, okay. Gespielt in einem Zug, habe ich eben auch gesagt. Genau. Ja. Das gibt trotzdem keine Punkte. Trotzdem habt ihr fundiertes Wissen, aber es gibt für die Guardians nochmal 50 Punkte da drauf. Und zwar sind sie jetzt bei 6.000 zu 5.200. So, jetzt ist die Frage, halten die Guardians das einfach aus und verlassen sich auf die 2000er und die 4000er Frage oder... Wollt ihr euren Vorsprung erhöhen?
Gut, 90-60-90, ihr dürft jetzt wählen. Soweit ich weiß, oder? Nee, ich glaube, nee, wir haben die Guardians. Ach, Entschuldigung. Flo, such dir was aus. Ich habe temporäre Tüte. Alzheimer. Gemischte Flo, Tüte. Gemischte Tüte für 200, alles klar. Dann, Buzzer sind frei, Hände an die Buzzer. Frage. Nenne drei Karten aus dem Set Tales of Aria. Einfach so? Was steht denn da dran? Nenne drei Kickern. Oh, gut, du warst schnell. Die, Bambus, die Bambusleitung brennt aber heute, wa? Autumn's Touch, Shock ja. Charmers und Rosetta Thorn. Das ist vollkommen richtig. Ich habe jetzt einfach geschrieben als Antwort jedwede Karte aus dem Set Tales of Aria. Sehr gut, sehr schnell gebuzzert. Plus 200 Punkte, das heißt, ihr seid bei 5.400 zu 6.000. Jedes alles bisschen. Ja, das ist richtig. So, letzte reguläre Frage. Und zwar aus Sets Cells. Das ist Sets Cells 200. Welches Set ist gesucht? Hände an die Buzzer. Wir müssen buzzern, ja? Okay. Ja, buzzern. Ja. Es hat 238 Karten. Oh. Sehr gut an. Kommen die eine Karte heißt Flash. Fuck. Benjamin. Tales of Aria. Tales of Aria ist eine Lightning-Karte. Seek and Destroy. Und ja. Duskblade. Und Heldin Raya. Sehr gut, Tales of Aria ist korrekt. Das heißt, ihr kriegt 200 Punkte extra und habt so 6.200 Punkte. Ja. Flash. Jetzt geht's um die Wurst. Now it goes on the sausage. Ja, das Verrückte ist ja, selbst wenn jetzt die Guardians die nächste, also die 2000er richtig beantworten, gewinnen wir mit der 4000er trotzdem. Korrekt. Ja. Das ist es ja. Das kann sich keiner zurücklehnen jetzt. Ja. Richtig. So, also nochmal der Zwischenstand. Es bleibt doch richtig spannend. Flo, entspannt bleiben. 6200 für die Guardians und 5400 für 90-60-90. Es gibt noch zwei Spezialfragen. Einmal die 2000er, einmal die 4000er. Und seid ihr jetzt aufgeregt? Bisschen. Ein bisschen. Mhm. Ja, schon. Es war sehr ausgeglichen. Schwitzergehen getriggert. Jetzt ist Benjamin im Wettkampfmodus. Ja, ich brauche gleich dringend auch eine Pause. Ich muss mir dringend gleich unten ein Bierchen trinken. Bin völlig Flo fertig. Du musst jetzt aber auch mal langsam ein bisschen angreifen hier, Flo. Komm. Ey, lass dich nicht provozieren, Motivation Flo. Lass dich nicht provozieren. Ja, also, keine falschen Klicks jetzt hier auf dem Wasser. Was heißt hier provozieren? Es ist so spannend, ja, die Luft steht. Und das sind nicht Luft unsere steht. Gamerzimmer. Das, das hat nicht mit einer unzureichenden Lüftung zu tun. Gut. Spezialkategorie fabelhafte Zitate für 2000. Heilige Scheiße. Von welchem Helden oder von welcher Heldin stammt folgendes Zitat? Hände an die Buzzer. Hände an die Buzzer. Buzzer sind freigegeben. Oh Gott, ich hab Angst. We shall be rallying, cry for all wrath. For only together can we survive. Oh Gott. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Ich we shall be rallying, cry for. We shall be the rallying cry for all of wrath. For only together we can survive. Nochmal. We shall be the rallying cry for all of wrath, for only together we can survive. Oh. Ich trau mich nicht, Flo. Ja, mach doch wenn einfach. Wenn ich jetzt drück, dann haben wir weniger Punkte als die, ne? Ne. Ja, oder mehr. Ja, mach ich nicht. Also ich habe eine ganz starke Tendenz. Mhm. Vor allem, ich glaube, ich habe es noch letztens gelesen. Das ist noch das Schlimmste dabei. Ich habe auch eine Vermutung, aber ich... Ich habe auch eine nicht. Vermutung. Also es ist kein Zitat von einer Karte, sondern wirklich von einer Story. Von einer Story? Ja. Ach, dann bin ich mir eigentlich we noch shall sicherer, be the rallying cry for all of wrath, for only together we can survive. Also das Ach, ist aus einer Story Scheiße. Ein Zitat von einem Helden oder von einer Heldin. Ja, und wir haben die bearbeitet. Bin ich mir sicher. Scheiße. Oh.
Boah, hier, ey. Ich weiß es nicht mehr. Ich gebe euch noch halt 10 Sekunden. Und dann? Ab jetzt 10 Sekunden. Und wenn es keiner beantworten möchte? Dann ist das auch okay. 3, 2. Ich will, aber ich traue mich nicht. Ist mir zu heiß, Kevin. Ich letzte Chance zum Buzzern. Okay. Darf ich was sagen? Buzzer sind getoggelt, sind gelockt. Ja. Ich löse Sir Bolton. Sir Bolton, mhm. Warum? Weil ich meine, der sitzt da mit Prism in irgendeiner Story, dann quatschen die noch oder mit Chiana oder so. Und dann sagt er irgendwie sowas. Ich glaube schon. Das ist sehr fundiertes Lore-Wissen, Benny. Bolton wäre auch mein Tipp gewesen. Mhm, warum? Weil ich das auch meine, mit Bolton im Kontext gesehen zu haben, dass er so, ich war dann so ein bisschen so überrascht, dass er eigentlich gar nicht so ein harter Draufgänger ist, wie ich dachte, sondern dass er halt so schon genau weiß, okay, wenn wir nicht zusammenhalten. Ist das bei Murlock Hill gewesen? Dann verkacken wir das irgendwie. Mhm. Also. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Benny, du hast vollkommen recht. Das ist von der Story Murlock Hill, die wir auch zusammen eingelesen haben, die Story. Sag ich doch. Aber ich habe es falsch gesagt, es war Durinthia. Oder ich weiß es nicht. Und es war tatsächlich Durinthia. Am Ende, also die Szene hatte der Benny relativ falsch im Kopf, aber auch ein bisschen richtig. Denn am Ende sitzt Bolton mit Durinthia dort und sie unterhalten sich. Durinthia ist zuerst sehr deprimiert und dann sagt sie aber, okay, wir müssen jetzt zusammenhalten, wir müssen alle aus Wrath zusammenholen, sodass wir dann quasi gegen die bösen. Ja, die haben alle lange blonde Haare, die sehen fast alle gleich aus. Ja, Boltons lange blonde Haare finde ich auch schön. Also, nee, ich wusste aber, dass Bolton in dem Gespräch war und ich wusste, dass Sir Bolton mit einer Frau dort. Hast du doch noch Sir Bolton gesprochen. In diesem Dialog hast du Sir Bolton gesprochen. Ja, kannst du mal sehen. Ja. Aber auf Deutsch. Das ist richtig. Das klingt ja fürchterlich. Ja gut, komm. Aber eigentlich ist es zu schade. Eigentlich müssen wir eine Buzzer-Pflicht machen für die letzte Frage, oder? Nein, das wäre gemein. Ja, aber es muss ja auch... Ja, keine Ahnung. Ja gut, komm. Machen wir weiter. Nächste Frage. Aber ja, wir waren nah dran, wir müssen also ich als... Beantworten. Ich als Spielleiter, beziehungsweise ich als Quizmaster kann natürlich nicht euch zwingen dazu. Ihr könnt aber natürlich ein Gentleman's Agreement treffen, dass ihr buzzern müsst. Ja. Kann man natürlich. Also die anderen sind ja im Zugzwang und wir sind ja auch dadurch im Zugzwang, weil wenn sie die 4000 Punkte holen, haben wir auch, verlieren wir. Stimmt. Und wir sind sowieso im Zugzwang irgendwo. Stimmt, die müssen sowieso drücken, ne? Ja, wir müssen auch drücken, wenn die, weil die könnten ja drücken, ne? Damit, und Recht haben. Und Recht haben. Und ja, damit, aber die drücken und haben kein Recht. Ja, das kann auch passieren, aber ne, die, das du weißt, was ich meine. Ja gut, wir gucken uns die Frage mal an. Flo, wir drücken aber nur, wenn wir es wissen. Also nicht so wie jetzt. Ich hab's nicht gewusst. Ja, letzte Frage von diesem fabelhaften Abend. Oh, 4000er Spezialkategorie fabelhafte Zitate. Buzzer sind freigegeben, Hände an die Buzzer. Und zwar: Welche Karte suche ich? Oh Gott. Hey. We are trumpeters of their return, that even the deaf can hear their footsteps drawing near. Book of the Raven, L'Apocalypta. We are the trumpeters of their return, that even the deaf can hear their footsteps drawing near. Book of the Raven, L'Apocalypta. We are the trumpeters of their return, that even the deaf can hear their footsteps drawing near. Kannst du nochmal wiederholen, bitte? Ich hab's vergessen. Ja, war das Ironie? Ja. Okay. Book of the Raven, L'Apocalypta. Eine Karte suchst du? Ich muss nochmal eben kurz fragen. Es geht um eine Karte? Oh, es geht um eine Karte. Also dieses Zitat steht so auf einer Karte. Boah, Kikan. Ich sag, das ist Death Touch. Hä? Also, warum? Weil ich meine, dass das da drauf steht. Also, Death Touch. Lock es ein. Lockst du ein, ja. Und ich glaube, es ist falsch, da ist zu viel Text drauf. Also, es steht tatsächlich auf Death Touch ein Zitat aus Book of the Raven, L'Apocalypta. Oh no. Mhm. Oh no.
Aber auf Death Touch, nicht Death Touch, sondern Death Touch, steht leider ein anderes Zitat. Oh Gott, please. Aber auch aus dem gleichen Book of Raven Apokalypta. Ist das geil. Kann ja dein Ernst sein. Ist ja. Das geil. Ja. Also leider muss ich euch 4000 abziehen. Tja. Dann, oh, sorry, Kevin. Ich ey, warte mal, dann könnten wir ja theoretisch einfach was schießen, ne? Ihr könntet was schießen, wenn ihr wollt, ja. Ich habe auch keine Ahnung, auf welcher Karte. Ja, wieso, das Set ist damit ja, glaube ich, schon irgendwie definiert, oder? Ja, aber ich wüsste nicht. Boah, also das ja allein mit dem Buch ist ja schon krass, weil Heftage hat wirklich viel Flavor, ne? Ja. Also was heißt also, dass er überhaupt da weiß, dass auf der ja, Karte, ich hätte nicht mal gedacht, dass da ein Flufftext drauf ist. Ich war und da ist bei besonders Kickern, da ist genau auch aus dem gleichen Buch, also Book of the Raven, L'Apocalypta. Ja. Also richtig, einfach nur, ja. Richtig geil, ja. Ich weiß. Das wird, das ist also schon, das Zitat wird da eigentlich ja. Strafminderung geben. Ja, eigentlich schon, ne? Ja, bringt trotzdem nichts. Keine Ahnung, also der, das Zitat aus Death, von Death Touch ist: Inoculate yourself with this merciful madness that you may survive the horrors to come. Book of Raven, Apokalypta. Das okay, um es kurz zu fassen, ich habe absolut keine Ahnung. Ich war bei irgendwelchen Heraldiken wegen Trumpets of bla bla bla. Harold ja, oder sowas. Ja, das muss ich jetzt wissen. Welche Karte ist es, ey? Komm, an. Lös. Also es ist die 4000, das ist die Pro-Frage, ne? Also ja, wirklich, halt also hart, der Kickern ne? Ist wirklich, also echt fetten Respekt dafür. Das ist so, so nah dran vorbei. Auch richtiges Set. Aber es ist leider der Bloodrot-Pox-Token. Bloodrot-Pox? Echt? Der Bloodrot-Pox, ja. Gott. Ja. Der Bloodrot-Pox-Token. Die Tokens haben, glaube ich, alle einen Flufftext. Ja, ja, aber wer denkt denn da bitte dran? Also die, glaube ich, haben alle einen Flufftext. Ja, also wer denkt denn, das ist halt die 4000er, ne? Also wenn wirklich wir jetzt mal in die Rules gucken, ne, ist, glaube ich, ein Token per se keine Karte. Ein Token wird durch irgendwas identifiziert. Ja, nur mal so am Rande so erwähnt. Ne? Da muss ich mich anschließen. Ja. Ja. Der Game Master ist disqualifiziert. Da muss ich mich anschließen. Dann bin ich disqualifiziert. Dann, ey, guck mal, dann bekommt ihr die 4000 Punkte zurück und habt trotzdem verloren. Ja, nee, alles gut. Das war ein super faires und super gutes Spiel, muss ich sagen. War ein gutes Spiel. Ja, finde ich auch. Also, erstmal an die Guardians. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. War gut. Guardians hast du gut gecarried, Benjamin? Hast zwei. Du gut gecarried? Hab ich gut gecarried? War's ja, gut? Hast du gut gecarried, ne? Ja. Ja, das war Beste gut. War, glaub ich, das war, glaube ich, der Blackout-Kick. Das war vor allem, ja, das war am besten. Das war richtig stark, ja. Ja. Du hast quasi mit dem Blackout-Kick hast du unsere Gegner aus dem Feld befördert. Ja. Den Blackout-Kick. Dann hattet ihr Angst. Das dumme Glück. Wusstet ihr, okay, der meint es ernst. Obwohl die 2000er. Wir hatten beide, wir haben alle beide diesmal richtig viele Fragen beantwortet, anstatt einfach nur zu verkacken. Also diesmal lief es gut. Ja. Ach, die Blöde mit Round the Table, ne? Ja. Jo. Das war auch super clever. Aber logisch, die Reprints, die kennst du ja. Der Mittelhandknoten. Ja, und was auch gut war, ja, 307 die Karten heftig, die 307 Karten, ey. Wie krank ist das? Jo, das war richtig stark. Das war auf richtig den stark. Punkt, Alter. Ja. Nö. Ja, aber gut. Ja. Wie fandet ihr es jetzt mit den abgeänderten Regeln? Es war fairer, es hat sich angenehm mit den bisschen entschärften Also du merkst ja, also vielleicht, ne? Es lief für uns auch, glaube ich, einfach besser diesmal. Weil wir deutlich besser, man merkt, dass ihr euch vorbereitet habt. So die Rocky-Training. Der Kicker hat so eine Cheater-App da. Also du meinst dieses Ding, wo man die Karten... Der hat die nur deswegen drauf gemacht. Der hat die bestimmt letztes Jahr Ende April, Mai installiert, als er die Klatsche bekommen habt. Bevor der Stream endet, 2023. Möchte ich noch einmal ganz, ganz herzlich mein Team vom Highlander Games Bremen grüßen. Ach, Bussi an euch. Schöne Grüße und auch ein Bussi von mir. Ein dickes Herz hier. Und alle Communities natürlich, die uns hören. Ja. Überall, die das Spiel und die Community supporten, Leute. Ja. Geht in den LGS. Also, ich find's auch. Und natürlich, und natürlich das dickste Herz an unsere Community, die uns hören. Also ihr auch seid an den eh Flo. Die Besten. Ja, genau. Ihr seid eh die Besten. Ja, wie fandet ihr es?
Können wir mal ein kurzes Feedback, ja, kurze Reflexionsrunde machen, wenn ihr noch Zeit, kurz Zeit und Lust habt? Ja, machen wir. Also ich fange einfach mal an, ja? Ja, also ich fand es auf jeden Fall auch smoother als letzte Mal. Mhm. Ja. Set Sales als Kategorie weiß ich nicht unbedingt. Mhm. Fleisch und Blut war die beste. Fleisch und Blut fand ich lustig. Ja. Die okay. Zitate finde ich zu heftig, irgendwie persönlich, ist meine Meinung, weil. Ja, gut, aber das ist persönlich meine Lieblingskategorie, deswegen mache ich da trotzdem. Ja, vielleicht sollte man aber die Punkte ein bisschen reduzieren. Nee, das ist schon richtig so. Aber sonst war es insgesamt. Die Zitate sind total gut, weil das halt auch jedes Mal, das gibt auch jedes Mal wieder Futter für die Kategorie, ja, weil schon, auch ständig Karten-Flavor-Text. Das muss ja auch was Schweres, muss ja auch was dabei sein, was du nicht so kannst, ja. Genau, also deswegen ist das die Spezialkategorie, die halt auf jeden Fall auch kommt, auch am Ende, ne, und das finde ich schon, also finde ich schon ganz cool, so. Also ich mag das auch, und ich habe ja dieses jetzt eine Mischung gemacht, also ich habe ja einmal Texte, die auf Karten draufstehen und einmal noch Zitate von Helden innerhalb der Stories. Das war jetzt auch neu. Kevin, Christian, wie ist bei euch? Ich fand's super. Also hat riesen Spaß gemacht. Wie gesagt, war absolut klasse. War lustig, ne? Waren super knapp bis zur allerletzten Frage. Bis zur allerletzten Frage war alles zu entscheiden. Wir haben alle beide, also beide Teams haben starke Fragen hauptsächlich beantwortet wie versiebt. Wir haben viel mehr beantwortet wie versiebt. Also war auf jeden Fall. War doch gut. Also es hat doch Spaß gemacht. Kann man doch, kann man mit leben, ja. Das war vor allem auch in der letzten Frage war es auch einfach nochmal super haarscharf. Also volle Kanne. Fassbar, du hast mich richtig zum Schwitzen gebracht. Kann man sowas wissen? Und Flo, wie fandst du dein Fatcast-Debüt? Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Im Hintergrund gehalten, ein bisschen Manndeckung gegeben, dich nach vorne geschoben und dich motiviert. Ja. Aufgereicht. Also sollen wir die Folge Man Coverage nennen quasi? Nein. Alles gut. Nee, ich habe, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich meine, mit Kevin und Kigan als Gegner sowieso. Ich meine, kennt sich ja schon über die ganzen Turniere durch die Community und so weiter. Ja. Ich habe mich auch sehr deswegen auf dieses Rematch nämlich gefreut, weil das einfach auch lustige Kameraden sind, muss ich ganz klar sagen, die mehr oder weniger mehrere Ehrenämter ja auch noch in der Community ausfüllen, sag ich mal. Deswegen, das war auch nochmal gesagt an der Stelle, Hut ab dafür, ne? Und ich kann das nur unterschreiben, Flo, was du gerade sagtest, dass man die kennt und dass das coole Leute sind. Ja, ich auch. So wie wir. Richtig. Ich hatte noch zwei Sachen, und zwar ich hatte überlegt, das vielleicht ein bisschen umzumodeln, dass man noch eine Kategorie dazu nimmt, aber trotzdem nur 20 Fragen spielt, dass man vielleicht ein bisschen taktieren kann. Mal gucken. Und ich hatte zuerst überlegt, vielleicht die 4000er rauszunehmen, aber das macht halt eigentlich die Spannung aus. Aber andererseits, also ich habe da mit mehreren Leuten drüber gesprochen. Da kristallisierten sich eigentlich zwei Lager raus. Das eine Lager war, das kannst du nicht machen, die 4000er, weil diese eine Frage untergräbt ja quasi das Gesamtwissen von den anderen Fragen. Mhm. Weil die halt so viel wert ist. Ne? Und deswegen ist das ein bisschen blöd, dass eine Frage so viel wert ist. Das andere Lager war, dass die Menschen gesagt haben, ja, aber so bleibt es halt bis zum Ende spannend. Und jetzt ist das quasi. Ja, wäre es aber auch in unserem Fall bei einer 2000er Frage gewesen. Ja, das ist richtig. Man muss dazu aber auch nochmal sagen, ich fand die 4000er Frage gut, weil die war halt auch derartig schwer, dass auch wirklich nur. Also, ich konnte es jetzt nicht beantworten, niemand konnte sie beantworten. Ja. Und zeigt ja schon so, okay, also wer die dann wirklich zu beantworten weiß, hat es auch verdient, die Punkte zu kassieren. Ja, das ist richtig. Ja. Also seid ihr quasi auch pro 4000. Oh ja, oder drei oder noch eine zweite 2000. Ja, oder drei oder so, keine Ahnung. Ich finde generell die Spannung dann am Ende, die Staffelung, finde ich super, weil wenn es jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, was wir ja hatten, dann kommt die 2000er, die dann schon
schon krass ist, aber trotzdem immer noch nicht entscheidend ist, weil bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen die 2000er nicht entscheiden kann. Ja, ich würde es vielleicht erstmal so belassen, aber wir haben ja einige Hörer, die können uns ja gerne Feedback geben. Auf jeden Fall. Was haltet ihr von der Aufstellung, wenn ihr als Hörer das nochmal eine Übersicht dazu haben wollt, da könnt ihr einfach mal bei YouTube vorbeischauen, dann seht ihr dann auch immer die Tabelle, dann wisst ihr, über welche Punkte wir da genau reden, falls ihr es so durchs Zuhören jetzt nicht ganz hundertprozentig mitverfolgen konntet. Und dann gibt er uns auf irgendeinen der bekannten Wege, Insta, Discord, E-Mail oder Kommentar bei YouTube, einfach Feedback. Da würden wir uns sehr freuen. Immer und gerne. Ganz wichtig auch, also wir haben uns jetzt sehr viel Zeit gelassen. Ich hatte übrigens mal nachgeguckt, André. Unser letztes Match war ungefähr, es war nicht die Neujahrsfolge, das war ein bisschen später, irgendwie so, März, April. Ja. Ah ja, okay. Also das ist jetzt aber locker es kostet acht auch viel Monate mehr. Ungefähr, also, es kostet ob viel man Arbeit, das so sowas, zwei, drei Mal im Jahr vielleicht machen sollte. Ja. Also für die Leute, die das hier nicht sehen. Ja, also mir macht das aber das super viel Spaß. Also ich muss echt sagen. Und durchdacht gemacht und er klickt ja da drauf und es wechselt zu den Fragen. Und das sieht so professionell aus. Halt, ne? Also wirklich Hut ab. Hut ab für die Arbeit. Das sieht absolut klasse aus. Das also ist sehr schön. Das freut mich sehr. Sehr professionelles Quiz. Das ist wirklich ohne Scheiß. Man fragt sich immer, wie es ist, bei sowas mitzumachen. Und das ist tatsächlich so professionell aufgebaut, dass man sich so dabei fühlt. Und also wirklich Hut ab dafür. Super geil. Also ich hoffe, schön, dass wir vielleicht nochmal diese scheiß Siegessträhne von diesen komischen Guardians da mal zu unterbrechen. Ja, müssen wir mal gucken. Gerne. Also ich will auf gar keinen Fall ausschließen, euch dazu nochmal einzuladen, weil es immer beide Male sehr unterhaltsam war. Ne? Vielleicht könnte man ja so ein 2 gegen 2 Format so jährlich machen und sonst, wir hatten auch schon mit dem Gedanken gespielt, 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1 zu machen tatsächlich. Das könnten wir auch mal machen. Ne? Dann kann man auch hier die beiden Köpfe wieder dazu holen. Genau. Ne, also dass man wirklich oder da, halt da sind drei wir ganz Leute offen. Oder vier Leute, genau, da gucken wir genau. mal. Wir aber sollten, insbesondere wir sollten auch mal, Kevin, als Tag-Team sollten wir auch noch mal anderen Tag-Teams auf jeden Chance Fall, geben, ja. hier Benny in den Arsch zu treten. Mir? Es macht halt auch aber, Spaß. Aber es ist immer schön, halt euch dabei zu haben, deswegen, also ich würde das glaube ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin super gerne Quizmaster und ich liebe es, mir Fragen auszudenken. Und ich würde am liebsten alle 2 Monate oder jeden Monat eine Quizfolge machen, weil mir das so viel Spaß macht, das vorzubereiten. Ich persönlich glaube, die Hörer finden die Quizzes oder auch unabhängig von unseren Kackbratzen. Das werden wir uns deswegen, ne, also da einfach nochmal den Appell, das ist halt eine wichtige Frage, ne? Ja. Also wie häufig würdet ihr gerne sowas mal mitbekommen? Wenn die Taktung zu eng ist, wird es auch schwierig, Leute zu finden und so weiter. Das muss man ganz klar sagen. Monatlich wird auf gar keinen Fall machbar sein. Ja, aber so alle 2 Monate vielleicht kann man ja mal sowas. Ja, muss man mal gucken, was die Community auch uns dazu sagt. Genau, also ich würde halt eine Umfrage starten. Arbeit, ne? Ja, klar. Umfrage, genau, oder wie auch immer. Feedback, ist das überhaupt interessant? Wir lesen uns ja sowieso eure Nachrichten, E-Mails und so weiter und Kommentare sowieso immer alle durch. Also dafür ist halt eine wichtige Sache, weil es ist viel Arbeit. Es ist für uns sehr lustig. Also wir hatten jetzt hier alle, denke ich, Spaß, Flo, ne? Wie du sicher auch, ne? André selbst ja auch. Und, also ich liebe Quizmaster sein. Ja, es ist einfach eine witzige Runde. Ich hoffe auch, wie beim letzten Mal, dass man das transportieren kann, weil mir hat es super Spaß gemacht. Auch wenn ich zwischendurch dann so ein bisschen rumgrummel oder so, keine Ahnung. So bin ich halt, ne? Ist halt der Schwitzer. Ich meine, das ist auch auf den Turnieren so. Da wird dann halt losgeschwitzt. Naja. Aber da. Der Grummelbär. Wir brauchen hier euer Feedback, ob ihr mehr davon haben wollt. Oder allgemein, ihr wisst das ja, schickt uns eure Wünsche etc. Und ansonsten würde ich sagen, wenn jetzt in der Runde nicht noch jemand irgendwie was loswerden will, würde ich mich auch an der Stelle nochmal bei allen unseren Gästen hier bedanken, bei allen Zuhörern. Ja, vielen Dank. War sehr schön, dass ihr da wart. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Auch Spaß. Ja, immer gerne. Das war auf jeden Fall super witzig. Ja, das hoffen wir natürlich auch. Ja. Also für mich auf jeden Fall. Ich möchte jetzt nicht einfach schön, das freut uns. Ja. Alles kacke.
Gut, ach ja, und übrigens noch frohes neues Jahr, war ja die erste Folge dieses Jahr oder ist die erste Stimmt, Folge dieses richtig, Jahr. ja. Und ab jetzt natürlich wieder wöchentlich starten wir da voll durch, ne? Also Genau. von unserer Stelle aus dann haut rein und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss.